Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 368. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Basti. Gute und Grüße. Und der Herr Marvin. Ein guter Adler, wie? Oh, großartig. Warte mal, stopp, ich hab da noch was. Muss ich sagen, das, ich habe ja nur schlecht nachgemacht. Das Original, das wahre Original, es gibt viele Originals, aber ein Original, was ich als Original betitel, ist, warte mal, jetzt muss ich es finden. Ah, hier, warte. Nee, das ist das Falsche. Oh Mann, wo hat er es denn geschickt? Einmal mit Profis, ne? Ja, einmal mit Profis. Da schicken so viele Leute, nee, ich glaube nicht. Was hier, weißt du, wo wir es haben? Ja, ich hab's. Warte mal. Sorry, das ist ein Insider. Aber ich glaube, den muss man mal bringen. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen, genau. Hier ist Ihr Frühstücksfernsehen. Nein, Spaß. Wir wollen reden über Eintracht-Spiele, und zwar vergangene wie künftige. Und da fangen wir natürlich ganz klassisch immer mit dem Rückblick an, den wir allerdings diese Woche ein bisschen abwandeln, weil wir der Meinung sind, dass es jetzt wenig Sinn macht, im Detail über Ergebnisse gegen Lüttich und Gladbach zu sprechen, sondern vielleicht eher mal so ein bisschen drauf zu gucken, was wir jetzt auch so aus den beiden Spielen ableiten, was das für die Zukunft bedeuten kann oder bedeuten sollte. Der Formheit halber trotzdem die Ergebnisse einmal kurz genannt. Gegen Lüttich einen 2-1 Arbeitssieg, der, glaube ich, zu niedrig ausgefallen ist, würde ich jetzt mal sagen. Und gegen Gladbach 4-2-1 auf die Mütze bekommen, was aus meiner Sicht eindeutig zu hoch ausgefallen ist. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drauf gucken. Und wenn ich dann schon so ein bisschen die beiden Spiele vergleiche, dann fällt für mich so ein bisschen auf, dass irgendwie gerade die Energie fehlt, oder kommt mir das nur so vor? Also gerade in der ersten Halbzeit. Nee, ich glaube, also ehrlich gesagt finde ich nicht, dass es jetzt an Energie hängt. Also ich sehe hier wirklich nicht, dass die Spieler fertig sind oder so. Die kommen halt einfach zu spät ins Spiel. Ich finde ja eher die Motivation, also keine Ahnung, also bei mir ist es eher so, dass die zur ersten Halbzeit noch nicht so am Punkt sind, wo sie dann sein müssen. Das kommt vielleicht erst oftmals zur zweiten Halbzeit. Vielleicht war Energie falsch ausgedrückt, weil ich habe auch ganz viele irgendwie auf Twitter gesehen, die geschrieben haben, irgendwie, wie kann das sein? Ein Da Costa ist ab der 70. Minute irgendwie platt, wo ich mir denke, naja, also wenn wir körperlich jetzt irgendwie so ein Fitnessproblem am 9. Spieltag haben, dann hätten wir ein ganz anderes Problem. Ich meinte jetzt mit Energie auch tatsächlich nicht das Fitnesslevel, sondern wie du schon sagst, jetzt Grüße an Herrn Reus, eher so ein Mentalitätsthema, dass wir nicht ab Minute 1 irgendwie im Kopf haben, okay, hier ist das Feld, da ist der Ball, da ist der Gegner, da hinten wollen wir hin, ab geht's, sondern tatsächlich erstmal so, was mache ich denn jetzt? Und nicht so richtig, wie du schon das gesagt hast, so mit dem Kopf irgendwie da sind. Das ist eher so das, was auch ich das Gefühl habe, was die Situation ist. Du bist auf jeden Fall schwer in beide Spiele gekommen, oder Basti? Ja, aber das zieht sich ja die ganze Saison schon. Das hat, glaube ich, mit Fitness und Mentalität überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, das verselbstständigt sich gerade und das so eine self-fulfilling prophecy einfach so ist, dass die Spieler schon denken, scheiße, wir dürfen die erste Halbzeit nicht verpennen, und verpennen die deswegen echt erst recht, weil diese Aussagen kamen ja von den Spielern selber. Vorm Union-Spiel haben wir es gehört. Wir hatten das am ersten Spieltag, war das schon so, also wir hatten so viele schwache erste Hälften, wo dann Hütter in der Halbzeit irgendwie nochmal eingegriffen hat, aber komischerweise frage ich mich, warum kriegt man das dann nicht vorm Spiel hin, weil er redet ja vorm Spiel auch mit denen. Und sagt, ey Leute, bla bla. Das ist ein Mysterium. Ich kann da nicht mal einen Lösungsansatz anbieten, weil das kann ich mir irgendwie gar nicht erklären. Weil wenn es die Fitness wäre, dann würden wir erst gegen Ende irgendwie abfallen. Wenn es irgendwie die Mentalität wäre, dann würde das ja gar nicht sich ausbalancieren lassen dann in der zweiten Halbzeit. Also das ist ja irgendwie was ganz Merkwürdiges. Wer weiß, vielleicht ist es auch einfach Zufall. Vielleicht verteilt sich das normalerweise anders, dass irgendwie mal manchmal die erste, manchmal die zweite, manchmal so mittendrin irgendwie eine Schwächephase drin ist. Es ist jetzt am Anfang der Saison sehr auffällig, dass es immer die erste Halbzeit ist. Und das macht dir das Leben halt nicht leichter. Die Eintracht hat eigentlich eine sehr gute Mentalität und kommt dann zurück. Das Problem ist, es wäre ja teilweise gar nicht nötig. Manchmal wäre es halt einfach ganz geil zu chillen und zu sagen, ey, wir gegen Leverkusen zum Beispiel, nehmen wir Leverkusen, das fällt ja komplett in diesen Vergleich ab, weil da sind die ja die ersten 20, 30 Minuten gerannt wie die Verrückten. Und das ist ein Mysterium, das kann ich mir noch nicht erklären. Ich hoffe, dass sich das einfach so von selbst irgendwie erledigen wird. Nichtsdestotrotz hast du ja schon gesagt, dass man einige Sachen ableiten muss. Und das, was am größten
da schwebt es tatsächlich, das, und schade, dass Dennis nicht da ist, dieses von Woche zu Woche zu sagen, was mit Silva und Dost ist. Ja. Ja, das kommt natürlich jetzt erschwerend noch irgendwie so ein bisschen dazu, dass wir gerade so ein bisschen Schwierigkeiten haben, irgendwie in die, zumindest in den letzten beiden Spielen, da in das Spiel tatsächlich reinzukommen. Und wir dann noch diese Verletzungssituation haben, dass wir eigentlich, was heißt eigentlich, dass wir momentan keinen Nummer-1-Stürmer auf dem Feld haben. Und ich fand auch, dass du das in beiden Spielen durchaus gemerkt hast, weil die Tore hat jetzt kein Paciencia geschossen, sondern das waren dann eher die Innenverteidiger oder Außenverteidiger. Und ich fand auch in beiden Spielen, dass diese Variante, die wir dann da drauf hatten mit langen Bällen, die ist halt auch einfach in der Konstellation total vergeben, weil du keinen hast, der mit dem Kram da vorne tatsächlich irgendwie so umgehen kann, wie wir es für dieses System oder für diese Taktik eigentlich bräuchten. Ja, aber ich muss auch hier leider sagen, seid mal nicht alle so hart immer zu Paciencia. Das ist ein guter Stürmer. Paciencia hat genauso viele Tore geschossen wie Weghorst und bei dem hat man immer das Gefühl, der trifft die ganze Zeit. Also der hat schon viele Tore geschossen und der ist auch ein guter Stürmer. Aber der ist halt keiner, der halt das alleine machen kann, sondern ja. Ich meine, ganz ehrlich, gegen Standard Lüttich, ey, da hat der unglaublich viel geackert. Der war unglaublich sauer, dass er da auch nicht getroffen hat, weil der hatte ein um die andere richtig gute Chance. Da hat es halt mal nicht geklappt. Trotzdem ist es ein Spieler, der sich in dieser Saison schon echt als Stürmer angeboten hat und auch bewiesen hat, dass er zu Recht auf dem Platz steht. So, ne? Und natürlich, aber ihm fehlt halt ein Partner. Und ihm fehlt ein Partner entweder in Sachen Variabilität, geht es dann um Dost. Oder wenn du sagst, du brauchst eher jemanden Spielstarken, dann ist Silva halt derjenige, der fehlt. Und das ist halt wirklich das Problem, dass du beide nicht verfügbar hast und dass du stattdessen mit Leuten spielst, die im offensiven Mittelfeld unfassbar gut sind, wie Kamada, aber die die Abschlussschwäche haben, die auch eklatant ist. Ja, und das ist halt das Ding. Ja. Okay, dann ja, auch da wieder Konkretisierung meinerseits. Ich will auch damit nicht sagen, dass er ein schlechter Stürmer ist. Hm. Beileibe nicht. Aber für die Art und Weise, wie wir momentan spielen und versuchen, die Tore zu erzielen, funktioniert es in dieser Konstellation nicht. Weil wir nach wie vor in einem System oder mit einer Taktik spielen, die sehr stark auf Flanken ausgelegt sind, die er ja prinzipiell irgendwie kann, die aber nichts bringen, wenn ein Kamada in dem System 3 Meter weiter vorne steht und er eher auf dieser Zehnerposition spielt, weil Kamada ist ein Vorlagengeber, aber ist eben für mich keiner, der in einem Kopfballduell gegen einen Gladbach-Abwehrspieler da hinten agiert. So. Ja, Marvin hat es ja schon gesagt, an Paciencia liegt das nicht. Das liegt einfach trotzdem daran, dass Paciencia ist trotzdem für mich auch nicht der Stürmer Nummer 1. Und dass wir haben 4 Stürmer und davon fallen faktisch ja 3 aus. Weil Jovel fällt jetzt nicht verletzt aus, aber er fällt wahrscheinlich durchs Raster, weil er noch nicht irgendwie die Bundesliga-Härte hat. Das ist für mich ein Thema, da verstehe ich die Kaderplanung dann nicht. Dass man sagt, ey, wir haben jetzt Rebic und Silva, haben wir 1-1 getauscht, alles gut. Wenn man aber vor der Saison, und das mit Jovel jetzt, das siehst du ja, also der war ja ziemlich früh schon da, dann kannst du ja sehen, ah, okay, das ist ein Stürmer, der ist auf jeden Fall ein Versprechen für die Zukunft, der wird sich jetzt hier mal mit Kurzeinsätze irgendwie, dann ist das ja aber kein Stürmer Nummer 4, wenn du den nicht, wenn du kannst ja keinen Stürmer im Kader die ganze Zeit haben, der gar keine ernsthafte Alternative ist, von Anfang an zu spielen, wenn 2 von 4 Stürmern sich verletzen, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Da ist die Personaldecke echt dünn mehr, gerade wenn du immer mit 2 Stürmern spielen willst und was Marvin gesagt hat, Kamada ist halt kein Stürmer, das kannst du ihm auch gar nicht vorwerfen. Hat er auch, nee, auch von sich gar nicht behauptet zu sagen, ey, ich würde gerne hier 2. Spitze spielen. Ich glaube, das ist für ihn auch nicht ideal, weil er lieber, glaube ich, so ein bisschen zwischen den Linien wandert und guckt, wo er Räume aufreißen kann, wenn 2 vorne irgendwie die Innenverteidiger binden. Das ist tatsächlich einfach eine Lücke im Kader, die wir haben, die wir jetzt durch diese dubiosen Verletzungen einfach spüren. Und dann, wenn du gegen Gladbach spielst, reicht's halt nicht. Weil Paciencia alleine wird es nicht regeln können. Und Gladbach hat dann eine ganz andere Wucht und dann verlierst du das Spiel 4-2. Kannst dich auch nicht jede Woche auf irgendwelche Standardtore irgendwie verlassen, was auch tatsächlich hier mal angemerkt werden sollte. Wir haben es ja immer kritisiert, dass die Eintracht sich da tatsächlich ein bisschen verbessert hat, unter anderem auch wegen Kamada. Ja. Nichtsdestotrotz ist es so, was ist denn, wenn Dost und Silva jetzt noch ein paar Wochen ausfallen, da habe ich schon Bauchschmerzen, muss ich sagen. Ja, das ist ein ganz, ganz schlimmer Punkt tatsächlich. Und ich meine, das ist ein Ding,
Dem bist du irgendwie ausgeliefert, auch wenn es davor in der Sommerpause schon das eine oder andere Gerücht gab, halt auch mit Silva, wo es darum geht, ist er halt, hat er dieses Fitnessniveau, was wir brauchen, oder ist es nicht so? Dummerweise bewahrheitet sich das jetzt. Die Ausführungen, die jetzt gerade aktuell getätigt werden, sind auch nicht in diesem Maße konkret, dass ich sagen kann, das gibt mir großartig Hoffnung. Ja, da sind dann halt schon Sachen, ja, auch Basti, du hast vorhin so schön gesagt, irgendjemand hat ein Instagram, der Julian hat einen Instagram-Post von Silva geteilt, dass er jetzt auf dem Radl ist, hast du gesagt, ja gut, aber ein guter Freund von mir kann sich auch nicht so gut bewegen und radelt auch. Also was bedeutet das, ja? Also das ist halt, dieser Fitnessstatus ist im Grunde immer noch relativ, ja, nebulös, und wir wissen nicht genau, wann er zurückkommt, und das hörst du halt auch immer wieder, und dann fehlt dir halt auf Dauer in dieser Spitze diese Person, oder diese beiden Personen auch mit Bas Dost, weil die brauchst du natürlich auch, um die Punkte zu holen, ja? Das ist tatsächlich so, und das ist einfach, da brauchen wir auch gar nicht gucken, dass wir irgendwie ganz tiefe taktische Analysen jetzt hier machen, weil das ist eigentlich sehr offensichtlich, dass da Personal fehlt und dass Paciencia ein Stürmertyp ist, der hat so ein bisschen das Beste aus allen Welten, aber nicht komplett. Also der ist technisch stärker, als man denkt, der hat ein gutes Kopfballspiel, der hat einen guten Abschluss, aber er ist in keiner dieser Faktoren irgendwie absolute Spitze. Das heißt, Silva ist technisch besser als er, Dost ist abschlussstärker als er, und er ist so ein Hybrid aus beiden. So ein Allrounder eigentlich. Was eher eigentlich mega geil ist, aber wie Marvin sagt, wenn der dann so viel arbeitet wie gegen Lüttich, dann braucht er auch jemanden, für den er arbeiten kann. Mhm. Also die Räume, der kann sich ja nicht seine eigenen Räume aufreißen. Das ist, ich sehe das tatsächlich als Riesenproblem, und ich bin da trotzdem auch ein bisschen sauer, dass man dann sagt, okay, Jovelic war für uns von Anfang an keine ernstzunehmende Alternative, warum dann nicht noch einer gekommen ist. Also drei Stürmer für zwei Positionen finde ich fahrlässig, weil dass immer mal einer verletzt ist, ist klar, dann hast du eigentlich immer nur die zwei Möglichkeiten. Das finde ich dann merkwürdig, muss ich sagen, weil ich vor der Saison, ist mir das nicht so aufgefallen, weil ich dann halt dachte, gut, da spielt halt Jovelic. Und das wäre für mich in Gladbach dann auch die Alternative gewesen. Du hast da den großen Paciencia, dann hast du einen kleinen Wuseligen daneben, alles gut. Dann kannst du so ein bisschen Statik in dein Offensivspiel bringen. Dass der aber so weit weg von der Mannschaft ist, und wir hatten das ja gleich von einem Spiel gesehen, dass er, wo er wie ein A-Jugendlicher tatsächlich gewirkt hat. Also, dass er nicht spielt, verstehe ich. Ich verstehe halt nur nicht, dass man da nicht irgendwie langfristiger gedacht hat, um zu sagen, ey, wir holen André Silva, der hat eine Verletzungshistorie, wir holen Bas Dost, der hat vielleicht nicht die idealste Vorbereitung. Faktisch gesehen haben wir dann nur einen topfitten Mittelstürmer, und das ist, finde ich, ein bisschen wenig, gerade wenn man überlegt, dass wir mit Gacinovic und Kamada dahinter jetzt zwei Spieler haben, die jetzt nicht, wo wir ja davon ausgehen konnten, dass die nicht plötzlich irgendwie zweistellig treffen. Also das finde ich ein bisschen schade, ein bisschen merkwürdig, weil es ein bisschen die Eintracht auch um fast verdienten Lohn bringt auf Strecke. Genau, also, dass du sagst, die Eintracht spielt eigentlich eine gute Saison, die Eintracht kämpft sich immer wieder in die Spiele rein, klar gibt es Defizite, nichtsdestotrotz ist es ja eine gute Saison, die, wenn wir drei vierte Stürme hätten, aber noch besser sein könnte, meiner Meinung nach. Und das ist ja genau der Punkt, wir müssen dummerweise Leute kritisieren, die aber eigentlich ein gutes Spiel machen. So, ne? Also ich meine, wir kritisieren Kamada jetzt halt, weil er nicht die Abschlussstärke hat, oder ich kritisiere ihn, jetzt kann ich auch sagen, dass ich jetzt kritisiere, weil er die Abschlussstärke nicht hat, das sehe ich dann bei dem Spiel gegen Gladbach, aber trotzdem macht er ja zwei Torvorlagen, und trotzdem hat er die entscheidenden zwei Torvorlagen auch gegen Lüttich gemacht. Ja. Das heißt, er ist essentiell wichtig für das Spiel, aber er ist halt dann irgendwie doch ein bisschen ein tragischer Held, weil er dann in der entscheidenden Situation halt dann auch mal selber die Kugel nicht reinhämmern kann, was dann uns in so einem hochqualitativen Spiel wie gegen Gladbach zu einem Punktgewinn verhilft. Ja? Das ist rational dann zu erklären, und bürdet man ihm hier was auf, für das er eigentlich gar nicht ursprünglich aufgestellt war, wie der Basti das auch gesagt hat. Aber das ist halt ärgerlich, weil momentan mit zwei fitten Stürmern hättest du wahrscheinlich auch gegen Gladbach nochmal anders ausgesehen. Und trotzdem bleibt ja dann immer noch der Punkt, dass wir sagen, ja, aber warum sind die überhaupt so spät reingekommen? Das ist ja das Ding. Überleg dir mal, wie krass das ist. Wir sind ja nicht so optimal, auf jeden Fall, du hast ja vorhin angesprochen, René, in beide Halbzeiten nicht, erste Halbzeit nicht optimal reingekommen. Trotzdem haben wir das eine Spiel gewonnen, das andere nur knapp verloren. Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn das auch noch funktionieren würde. Das ist ja das, was ich meine. Wir kritisieren ja hier tatsächlich trotzdem auf hohem Niveau. Das heißt, die Basis stimmt komplett. Also dieser Teamgeist ist ideal. Du hast das Gefühl, in der Mannschaft stimmt, zwischen Trainer und Mannschaft stimmt's. Das Personal ist auch einigermaßen breit, auch wenn ich da so kleine, leichte Risse in meinem Vertrauen habe. Ist der Kader wirklich so breit? Also können wir wirklich teilweise, also warum, was ist mit Erik Durm? Also warum ist der nicht öfter irgendwie da und kann
kann sich nicht Spieler entlasten, wenn die dann mal einen Hänger haben. Das müssen wir mal schauen. Warum haben wir keine Alternative für Kostic? Warum muss dann da ein Chandler spielen? Nichts gegen Chandler, aber der ist halt auch nicht für diese Position geboren. Ja, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Ist, das will ich ja. Müssen wir halt auch gucken. Mein Kostic habe ich jetzt auch schon wieder gelesen, ist jetzt auch für fraglich. Und wenn der uns jetzt noch wegbricht, dann wird es langsam bitter, muss ich sagen. Also, der ja auch gegen Lüttich noch viel gelaufen ist und gegen von Gladbach einfach auch sehr konsequent aus dem Spiel genommen wurde, womit uns natürlich dann auch wieder so ein Ziehspieler in unserem Spiel gefehlt hat, der da halt auch einfach viel nach vorne gebracht hat, weil sie, was uns halt auch dann wieder so ein bisschen diese, was wir ja auch schon öfters angesprochen haben, dieses Thema Variabilität, im Zweifelsfall fallen wir wieder auf die alten Tugenden zurück und wenn man die uns dann auch noch wegnimmt, dann sehen wir so ein bisschen blöd aus. Ja, aber das war, glaube ich, abzusehen. Also das kostet, dass die Gegner so blöd sind und sich da nicht drauf einstellen. Ja, bis jetzt hat es funktioniert. Ja, ja, aber es kann man auch zu seinem Vorteil nutzen, dann einfach zu sagen, okay, die Leute konzentrieren sich auf Kostic, dann machen wir halt was anderes. Also das hast du ja teilweise auch schon gesehen, dass Kostic dann mit zwei Leuten zugestellt wurde und plötzlich hat Hinteregger geflankt und auf der anderen Seite war es halt Touré. Das hat ja in gewissen Teilen schon funktioniert. So haben wir auch irgendwie das Siegtor dann gegen Düsseldorf gemacht. Ich muss trotzdem sagen, ja, das ist eine merkwürdige Situation. Du kannst nicht wirklich was kritisieren, weil, ich meine ganz ehrlich, die Eintracht macht das ja, die holt ja nicht extra. Ja, wie soll man sagen? Also die haben ja nicht geplant, dass Dost und Silva, dass die keine Alternativen werden. Die sind jetzt halt nicht da. Wer da die Schuld hat, ist mir jetzt eigentlich auch egal. Es ist ja jetzt halt mal so. Und bis zum Winter können wir auch eh nichts machen. Also was sollen wir jetzt machen? Nee, wir können halt zumindest nichts machen in der Art und Weise, dass wir neue Spieler verpflichten, weil der Zug ist jetzt erstmal bis zum Winter abgefahren. Wir könnten natürlich jetzt gucken, inwieweit man vielleicht doch das System nochmal ein Stück weit anpasst auf das Material, was man eben jetzt dann zur Verfügung hat. Ja, wie soll das aussehen? Das weiß ich nicht. Also so ein bisschen haben wir ja am System gedreht. Das ist mir jetzt zumindest sehr stark in dem Spiel gegen Lüttich und gegen Gladbach aufgefallen, dass wir zumindest in der Offensive sehr oft in so ein 4-2-4 gegangen sind, wo wir dann quasi mit so vier Offensiven vorne unterwegs waren. Ich weiß nicht, also ein bisschen Möglichkeit hast du da ja vielleicht schon einfach noch an der Stelle zu agieren. Meiner Meinung nach nicht, ehrlich gesagt. Also wer soll denn kommen? Also wenn Jovelli, gut, gegen St. Pauli müssen wir auch mal das ein bisschen anders betrachten. Also ganz ehrlich, bei allem Respekt, für einen Zweitligisten sollte es für Jovelli trotzdem reichen. Der trainiert die ganze Zeit mit. Der ja, ist also mit, ganz hat auch ehrlich, wenn der gegen Pauli nicht kommt und wir halt nach wie vor keinen zweiten Stürmer haben, dann muss der Kerl ja noch viel schlechter sein, als wir eigentlich bislang irgendwie gedacht haben. Ich glaube nicht mal, dass er schlecht ist. Das ist einfach für ihn auch eine krasse Umstellung. Der ist noch jung, der ist noch klein. Überlegt euch, wie Kamada vor allem hier ausgesehen hat. Ja, oder das erste Jahr Jovic war auch nicht komplett durchgestartet. Ja, ne? Also du musst deinen Körper auch erstmal daran gewöhnen, glaube ich. Ja, und das die Zeit müssen wir ihm geben, oder? Also ja, auf ich jeden glaube, Fall. Darum geht es gar nicht. Also Jovel jetzt, ich würde nicht mal im Ansatz Kritik an ihm üben, weil dass er diese Zeit jetzt braucht, das ist, glaube ich, ganz normal. Also das wurde auch von Anfang an so kommuniziert. Ich wundere mich halt trotzdem nochmal, warum dann nicht anders agiert wurde. Nichtsdestotrotz, gegen St. Pauli müsste man ihn trotzdem jetzt reinwerfen, weil halt kein anderer da ist. Aber ich sehe trotzdem nicht das, was du sagst, René, ich sehe die Möglichkeiten, die sehe ich sehr, sehr, sehr beschränkt, was das betrifft, weil tatsächlich, wie es jetzt aussieht, dann machen wir uns nichts vor, Dost wird auch nicht fit sein. Dann spielen wir gegen Bayern wieder nur mit einem Stürmer. Ja, das ist Patienzial. Ich meine, was willst du da machen? Also wenn du einen Stürmer hast nur, da gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten, außer den einfach in die Mitte zu stellen. Also, was willst du machen? Also, ja. Ich sehe es da tatsächlich nicht, außer dass man vielleicht sagt, okay, wir spielen zu Hause, wir spielen gegen Bayern, wir wollen ein bisschen Party machen, dass du halt wirklich ein 4-1-4-1 spielst. Zu sagen, okay, wir haben zwar nur einen Stürmer, aber dann rohren wir vier Offensive dahinter. Mit Kostic links, irgendwie Kamada und Gacinovic und rechts noch irgendwie da Costa oder Durm. Dass du dann halt so und dann halt vielleicht irgend so einen kompletten Fernandes, so einen kompletten Ausputzer auf der 6. Zwar ein bisschen riskanter, aber vielleicht kann man wenigstens so ein bisschen diesen offensiven Abfall kompensieren. Ich weiß es aber nicht. Ich bin da tatsächlich frustriert und ratlos, dass wir hier Woche für Woche, und ich befürchte, Leute, das wird sich auch noch ziehen, weil da können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, diese Kommunikation. Der Dennis und ich freuen uns ja jede Woche auf solche Meldungen.
ja, wir müssen da von Spiel zu Spiel gucken. Und dann wird aus von Spiel zu Spiel gucken, wird plötzlich 6 Wochen Ausfall. Ja, das beobachtet, ganz ehrlich, ich kenne keinen anderen Verein, der das so macht. Das ist eine merkwürdige Kommunikation bei Eintracht, weil das haben wir schon so oft gehabt. Dieses Jahr, der muss mal gucken, ob es für das Spiel reicht. Und dabei war das völlig illusorisch, weil der Typ dann irgendwie noch 2 Monate länger ausgefallen ist. Also, keine Ahnung. Ich bin da tatsächlich ein bisschen down, was das betrifft, weil ich auch wirklich die Alternative nicht sehe. Ja, also das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, was du aber eben angesprochen hast, finde ich durchaus passabel oder auch gangbar, dass du sagst, okay, du gehst halt, diesen, ich finde diesen 4-1, dieses 4-1-4-1-Konzept sogar ganz attraktiv. Am Ende müssen wir halt sagen, es ist, geht ja nicht anders. Die Leute, genau. Die momentan, ja, die Leute, die momentan da auf diesem Platz stehen oder die jetzt spielen können, die müssen halt zeigen, dass sie in diese Rolle reinwachsen. Und Kamada hat schon extrem viele gute Ansätze, hat schon viele tolle Vorlagen gegeben. Also zeigt sich ja trotzdem positiv in dieser Saison. Und Gacinovic muss dann vielleicht dann auch wieder da den ein oder anderen Glanzmoment haben. Also ich finde, das ist eine Option, die man bringen kann. Paciencia ist ja zum Glück fit. Ja, dann müssen wir es halt so machen. Aber wenn wir jetzt erstmal natürlich, wir gucken ja gleich mal auf das Pauli-Spiel, dann sieht es ja noch mal ein Stück weit anders aus, aber im Endeffekt, das ist die Option, wir müssen halt sehen und das darf man auch nicht vernachlässigen, dass wir ein Stück weit auch in der Defensive wieder besser stehen, denn auch da gab es halt zumindest bei dem Spiel gegen Gladbach die ein oder andere Unstimmigkeit, die halt auch zu vielen Gegentoren geführt hat. Ja, das ist, finde ich auch, dass man bei diesem, dieses Offensivproblem ist so das Offensichtlichste, weil man es dann an Personalien festmachen kann. Nicht, du darfst aber nicht vergessen, wir kassieren momentan merkwürdig viele Gegentore auch, also hier zwei, ja, und da könnt ihr mir vielleicht nochmal weiterhelfen. Das ist mir gerade bei dem bei diesem Gladbach-Spiel in der Defensive aufgefallen. Ich verstehe bis heute nicht die Situation bei dem 1-0 von Gladbach, wo Hasebe auf der Außenbahn bei dem Spieler ist und Abraham in der Mitte. Okay, sie haben da, waren da nicht in der Position, wo sie vorher irgendwie waren. Und in der Rückwärtsbewegung tauschen sie quasi die Spieler und kreuzen, was natürlich dann den Laufweg einfach länger macht. Und das habe ich bis heute nicht verstanden, warum die das in dieser Situation tun. Weil sie sind doch beide bei dem Gegenspieler und orientieren sich dann um. Ich verstehe es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich nie aktiv Fußball gespielt habe, aber das bleibt mir bis heute ein Rätsel und ich habe mir die Wiederholung x-mal nach angeschaut und ich verstehe es nicht. Ja, also ja, das sind halt Fehler, die, was soll ich dazu sagen, das sind halt Fehler, die einfach gemacht werden, die halt sich aber jetzt da halt auch gehäuft haben, weil da waren kollektiv einige Spieler nicht defensiv auf dem Höhepunkt. Ich meine, das ist ja dann auch lustig, dass wir dann sehen, da Costa, der defensiv kein gutes Spiel gemacht hat, aber dann ein Tor geschossen hat. Ne? Also da merkst du ja auch, das ist ja auch geil, dass die dann versuchen, dementsprechend den Offensivdrang zu bemühen und dann auch, wenn man denkt, das ein oder andere Ding reinwürgen, damit sie dann doch wieder drankommen. Für mich ist das, das kann alles passieren, tatsächlich. Ich finde, noch kann ich daraus nichts ableiten, wenn ich sage, das ist jetzt jede Woche so. Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Wir müssen auch immer wieder aufpassen, dass wir nicht, wir haben es ja schon oft hier gesagt, weg von der Kurzfristigkeit, dass man nicht aus zu wenig Stichproben irgendwie Ergebnisse ableitet. Weil, dass man individuelle Fehler im Spiel passiert, ist klar, dass man nach Aneinanderreihung von Fehlern auch passiert, ist auch klar. Ich glaube aber, wie Marvin sagt, wir sind noch lange nicht so weit, dass man daraus Schlüsse ziehen kann, die irgendwie eine Aufstellungstaktikänderung nach sich ziehen sollten. Also das sind, glaube ich, Sachen, die kannst du abstellen. Und wenn zwei von diesen Fehlern einfach nicht passieren, das sind halt dann einfach einzelne abgeschlossene in sich, weiß ich nicht, in sich unabhängige Situation, wenn die nicht passieren, spielst du Gladbach 2-2, dann reden wir hier ganz anders. Also dann hast du dann auch wieder eine Ableitung, obwohl es vielleicht ein fast ähnliches Spiel war und eine ähnliche Statik. Also ich denke auch, dass man da noch nicht so weit sein kann und sagen kann, ey, da haben wir ein Problem, da haben wir ein Problem, anders als im Sturm. Ich glaube, dass in der Abwehr, da bin ich ruhig, da haben wir genug Personal. Ja. Die Spieler haben es auch immer wieder gezeigt, dass sie sich da rausziehen können. Ich vertraue auch der Mannschaft, dass die jetzt nicht die ganze Saison die erste Halbzeit verschlafen, das glaube ich auch nicht. Ja. Ich bleibe dabei, für mich ist das Schlimmste, was mir Bauchschmerzen macht, einfach die Personalsituation vorne, weil das mit Silva entwickelt sich zu einer sehr ominösen Sache und ich habe keinen Bock. Ja, weil du musst ja dann auch, jede Woche wird dir dann darüber berichtet, dann wird darüber geredet, dann gibt es Gerüchte, dann gab es diese Gerüchte mit seinem Medizincheck und Monaco und bla und bla. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich will das gar nicht haben, der soll einfach wieder spielen. Dann haben wir mehr Optionen, dann ist gut und ich glaube nämlich dann auch, dass ich dann so Abwehrfehler, wie die wir jetzt gerade besprochen haben, die werden sich von selber lösen, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie sagen können, ey scheiße, wir haben irgendwie ein Problem in Abwehr. Da will ich aber, Basti, dich noch ganz kurz fragen.
Das hat der Chancentod uns gefragt. Silva als gesundheitliches Problemkind. Siehst du das auch oder seht ihr das auch? Ist das so? Also ich meine, was du jetzt eben schon angedeutet hast, wird uns das noch länger verfolgen? Es gab den ominösen Medizincheck, dann die widersprüchlichen Aussagen, was jetzt genau Problem ist. Gibt es ein Problem, gibt es kein Problem? Jetzt ist er länger verletzt. Würdest du das so sehen? Also ich muss sagen, ich kann dir da nicht mal eine objektive Meinung geben, weil ich einfach diese Angst sowieso schon in mir trage aufgrund der Vergangenheit. Also, weil, aber eigentlich hat die Verletzung von Silva hat jetzt zum Beispiel ja nichts mit der Verletzung von, sagen wir mal, Marco Fabian zu tun oder damals Abraham, wo es ähnlich kommuniziert wurde. Das heißt, wenn ich das probiere rauszurechnen, sehe ich noch keine Anhaltspunkte dafür, zu sagen, ey, objektiv gesehen oder wenn man es rational angeht, kann man sagen, ey, vielleicht hat sich das einfach in der Woche erledigt, vielleicht ist es einfach nur irgendwie eine Reizung, was weiß ich. Wenn du aber meine ehrliche Meinung hören willst, die ich dir wahrscheinlich dann bei WhatsApp oder beim Bier privat am Jockock sagen würde, würde ich sagen, Alter, der spielt in der Hinrunde kein Spiel mehr. Also das ist so dieses Gefühl, Bauchgefühl, was ich, wie gesagt, nicht begründen kann, was wofür es auch noch gar keine validen Punkte gibt. Nichtsdestotrotz mutet das alles sehr merkwürdig an. Also die Kommunikation, dann hast du diese, vielleicht ist es auch unfair ihm gegenüber, vielleicht ist er auch, weiß ich nicht, in der Woche wieder topfit, kann sein. Aber trotzdem, ich habe Angst einfach zu sagen, ey, dass das irgendwie sich jetzt ziehen wird und dann wird er vielleicht mal wieder ein, zwei Spiele machen, dann wird es wieder aufbrechen. So. Also ich habe irgendwie Angst, dass er in der Hinrunde kein Spiel mehr macht, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Okay, ja, wollen wir nicht hoffen, aber zumindest die Aussagen, die Hütter heute in der PK getätigt hat, ich habe es jetzt nur nachgelesen, ich konnte sie nicht live gucken, aber die waren auch eher so zweifelhaft. Ja, also ich sehe es ähnlich, muss ich sagen. Ich habe so ein bisschen... Ja, schwieriges Gefühl, weil die Aussagen auch so uneindeutig sind. Ich hoffe sehr, dass sich das irgendwie ein bisschen auflöst, weil es wäre notwendig. Ja. Ich glaube, damit haben wir jetzt ausreichend über die beiden Spiele und über die aktuell vergangene, zurückliegende, wie auch immer, Situation gesprochen. Und jetzt heißt es Blick nach vorne. Wir nehmen heute am Dienstag auf. Die ersten Spiele im DFB-Pokal laufen, wenn ich mich nicht total irre, gerade schon. Wir dürfen morgen ran, morgen Abend gegen St. Pauli. Und weil wir wenig Ahnung von St. Pauli haben, haben wir gesagt, wir holen uns mal jemanden dazu, der tatsächlich Fußball-Sachverstand hat. Und begrüßen ganz herzlich den Mike vom Millanton. Ja, moin. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen und die merkwürdigen Geräusche sind einigermaßen erträglich. Sind sie. Grüße Gude, dich. Hi. Gude. Ja, Gude, wie man hier sagt. Oder moin, wie der Hamburger sagt. Genau. Für diejenigen, die dich nicht kennen, was müssen sie denn über dich unbedingt wissen? Ja, Millanton, das Stichwort fiel schon. Da blogge ich. Früher war ich mal beim Übersteiger, dem St. Pauli Fanzine. Und inzwischen machen wir das in einem relativ gut gewachsenen Team beim Millanton als Podcast, Blog und vieles mehr und haben da viel Spaß und das läuft eigentlich ganz gut. Ich selber bin 43 Jahre alt, bin seit, glaube ich, 95 jetzt Dauerkarteninhaber bei St. Pauli und ja, Fußball-Sachverstand würde ich jetzt nicht unterschreiben, ich gehe da eigentlich nur zum Saufen hin, aber nein, das passt genau, schon genauso wie bei macht durchaus viel Spaß. Ja, okay. So ungefähr. Hervorragend, dann bist du ja hier Gold. Richtig. Was war denn der erste Gedanke, als du die Auslosung für die zweite Pokalrunde gesehen hast? Gott sei Dank. Weil? Weil wir waren, glaube ich, die letzten vier Lose und es war auch noch der HSV drin. Und da war mir das geringere Übel. Also okay. da reichen mir die beiden Derbys, die wir in der Liga haben. Das ist genug Stress und Aufregung und das muss ich nicht noch häufiger haben. Und als zweites, Gott sei Dank, ein Heimspiel. Also bei euch ein Auswärtsspiel, das hätte ich dann doch noch dümmer gefunden. Also ich bin nach wie vor ein großer Freund der Regelung, dass der unterklassige Verein immer Heimrecht hat, auch wenn es Erst- und Zweitliga ist. Also so ein Spiel wie Bayern gegen, was weiß ich, Sandhausen, das will ja auch keiner sehen. Also da wäre es umgekehrt dann deutlich schöner. Und von daher bin ich ganz freudig, dass wir das morgen zu Hause machen dürfen und nicht zu euch müssen. Ja, das erstmal vielen Dank, dass du da bist. Freut mich wirklich sehr. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen frech, dass wir auswärts spielen müssen. Ich weiß, es freut euch. Ich finde es ein bisschen schade tatsächlich, weil ich mir die Chancen natürlich anders ausgerechnet hätte, würden wir zu Hause spielen. Bei euch muss ich sagen, da macht mir so ein bisschen, das macht mir nicht zu schaffen, aber ich habe so ein bisschen Respekt vor der Kulisse, muss ich sagen. Ja, das ist jetzt nicht in Ordnung, dass du hier den Favoritenschuh so einfach rüberschmeißen willst. Also wir gefallen uns in der Underdog-Rolle eigentlich ganz gut und
Also eigentlich habe ich gedacht, ich trete hier an mit der Aussage, schön, dass ich hier bin, freue mich sehr, ist eine große Ehre und ich erkläre euch jetzt in den nächsten 4,5 Stunden, warum die zweite Runde für euch Endstation ist. Aber ganz so ist es natürlich nicht. Aber ich bin tatsächlich schon vorsichtig optimistisch dahingehend, dass wir zumindest nicht, wie das ja vielleicht auf dem Papier zu erwarten wäre, da mit 6-0 abgeschossen werden, sondern dass das ein Spiel ist, wo wir mit ein bisschen Glück auch euch zumindest lange ärgern können. Und ja, dann ist es halt im Pokal ja immer so, dass da mit ein bisschen Glück auch der unterklassige Verein halt ein bisschen mehr erreicht, als er vielleicht bei 20 Spielen in Folge erreichen würde. Da müssen wir halt zusehen, dass wir morgen das eine oder die zwei Spiele von den 20 machen, die dann da auch vielleicht günstig für uns ausgehen. Und wenn wir dann nachher doch 3-4-0 verlieren, dann ist das halt so. Aber ja, was ist denn momentan so ein bisschen bei euch los? Sorry, Basti, jetzt habe ich dich. Ja, alles gut. Was ist bei uns los? Ja, der Saisonstart war, glaube ich, wirklich mit viel Pech verbunden. Wir haben in der Nachspielzeit oder in der letzten Minute in Bielefeld nach Ecke ein Gegentor kassiert, sonst hätten wir da gewonnen. Wir haben in Stuttgart geführt und unglücklich noch verloren. Wir haben ein Heimspiel gegen Fürth verloren, wo wir auch hätten besser abschneiden können, aber sich in der Situation, wo das 0-1 fällt, unser bis dahin überragender Innenverteidiger Christopher Avevor halt ganz schwer verletzt an der Mittellinie liegen bleibt, dadurch hinten die Ordnung fehlt, das 0-1 fällt und dann durch die Schwere der Verletzung komplett das Spiel entgleitet und wir 3-0 verlieren. Und das sah alles gar nicht so richtig gut aus, mit generell ganz viel Verletzungspech. Und dann kam das Heimspiel gegen Kiel. Das war so ein kleiner Wendepunkt, auch wo die Zuschauer mitgenommen wurden. Und daran anschließend dann das Derby, was natürlich nochmal ein, ja, kann nicht der zweite Wendepunkt gewesen sein, aber halt ein weiterer Mosaikstein auf dem Weg zu jetzt wird alles gut. Das hat dann leider nicht allzu lange angehalten. Also jetzt haben wir zwei Spiele verloren, die auch beide gut 0-0 ausgehen können. Aber auch zweimal 0-0 in der Liga ist jetzt nicht überragend. Also momentan ist die Stimmung wieder so ein bisschen schlechter, aber grundsätzlich, wir gucken alle auf morgen und wir wollen im Pokal möglichst weit kommen. Und da seid ihr halt im Weg. Müssen wir mal schauen, wie das nicht. grundsätzlich haben wir schon so ein bisschen schwierige Stimmung momentan. Es ist nicht jeder ganz zufrieden mit Jos Luhukay, wo ich eigentlich ein großer Fan von ihm bin, weil ich glaube, dass er doch nicht angenehm ist als Typ. Aber genau das brauchen wir auch momentan. Und er versucht halt, oder er hat es jetzt zum zweiten Mal in der PK gesagt, dass wir diese Wohlfühloase, Komfortzone aufweichen und verlassen müssen. Und ich glaube, das ist was bei St. Pauli tatsächlich mal überfällig ist. Und ja, da sind wir, glaube ich, total auf dem Weg dahin, das jetzt mal größer anzufassen. Ich hoffe nur, man gibt ihm auch die Zeit dafür. Hm. Basti? Ja, ich wollte eigentlich auch nur darauf eingehen, was Marvin mit der Atmosphäre gesagt hat, weil wir durften dich ja besuchen bei dem angesprochenen Derby gegen den HSV. Und da, finde ich, hast du ganz gut gesehen, was möglich ist, wenn trotzdem einigermaßen spielerisch unterlegener Gegner irgendwie das Publikum mitnimmt. Und ja, ich habe das Gefühl, der Blonde vorne, Müller-Deli, der rennt wahrscheinlich immer noch. Also der ist, glaube ich, so ein bisschen euer Philipp Kostic-Light. Ich habe da trotzdem tatsächlich, gerade weil es der zweite Pokalrunde ist, echt Respekt vor. Das ist, glaube ich, eines der unangenehmsten Lose, die du haben kannst, weil du fährst dahin, da wird Atmosphäre sein, Flutlicht, die Leute, du hast ja schon auch schon gesagt, du hast auch Bock, die Fans werden Bock haben, die Mannschaft hat Bock, einen Großen zu ärgern, die Eintracht kommt aus dieser Doppelbelastung raus, hat jetzt ein unglückliches Spiel in Gladbach gehabt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich das irgendwie in eine negative Weise für uns verselbstständigt, die sehe ich schon. Hoffe aber natürlich, dass die Eintracht-Fans, die mitreisen und die Mannschaft, die gesehen hat, was hier los ist, wenn die Eintracht irgendwie im Pokal weit kommt, dass das dann aber am Ende den Ausschlag für uns geben wird. Also das wird auf jeden Fall eine enge Kiste. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Vielleicht sehen wir uns kurz. Sehr gerne. Und muss dann aber leider sagen, dass die Eintracht dann wahrscheinlich trotzdem gewinnt. Naja, das wäre ja auch das Normalste der Welt, ne? Also ich meine, das kann ja auch keinen dann wirklich überraschen. Ja, du brauchst uns jetzt auch nicht so ein ganz großes Schuh hier auch rüberwerfen. Also wir müssen schon gucken, dass die ganzen, also. Naja, ich meine, seien wir doch mal ehrlich, ihr habt jetzt gerade gespielt gegen Werder, gegen Leverkusen, gegen Standard Lüttich in Gladbach, nächste Wochenende gegen Bayern.
dann nehmt ihr doch diesen mäßigen Zweitligisten, um mal einen Funktionär zu... Aber jetzt ist ja hier ganz schön gestapelt. Uiuiuiui. Nein, also natürlich nehme ich euch allen ab, dass ihr da durchaus Respekt vor habt, aber da kann man mir trotzdem das tausendmal erzählen, wenn ich Fußballprofi bin und da die besagten Spiele hinter und das andere vor mir habe, es fehlen 1-2% Einstellung und das ist dann das, was uns vielleicht umgekehrt sicherlich mit 10-15% mehr Einstellung an so einem Abend unter Flutlicht gegen einen Europapokalteilnehmer, ich meine, das ist für unsere Leute ja auch auf dem Feld was Großartiges, das wird sicherlich dazu führen, dass das ein Spiel ist, wo man halt mal vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe, aber zumindest gucken wir euch schon mal auf die Schulter und dann muss man halt gucken, ob wir da den fehlenden 10 Zentimetern irgendwie mit dem Sprung nach oben noch ausgleichen können und dann wird das halt ein schönes Spiel und dann gucken wir mal, wie es ausgeht. Ja, das sehr gut. Also so kann man sagen. Ja, also ich finde trotzdem, man darf das, wie gesagt, die Gegner, also den Gegner auch nicht unterschätzen. Möller Deli ist ja auf jeden Fall einer der Spieler, bei dem ich echt mir wünschen würde, dass der auch irgendwann mal den Weg nach Frankfurt findet. Ich weiß, aber ich glaube, das passt nicht. Ich denke, das siehst du ja ähnlich, Mike. Ich glaube, der fühlt sich ja bei St. Pauli sehr, sehr, sehr wohl. Und das ist ja auch in Ordnung so. Aber ihr seid auch nicht ungefährlich. Ich muss trotzdem aber auch sagen, dass ich natürlich gerade, auch wenn ich jetzt die Frankfurter Brille auf habe, natürlich auch sagen muss, dass die Eintracht auch jetzt sich nicht zu sehr von dem beeindrucken lassen muss, was auf St. Pauli passiert. Wir sind die eigene Stimmung ja auch gewohnt. Und ich glaube, dass wir dann grundsätzlich ja schon die Qualität haben, auch da erfolgreich zu bestehen. Aber es wäre für uns natürlich auch insofern einfach gut, beim DFB-Pokal zu überwintern. Würde uns ein bisschen Geld auch wieder sichern. Und es wird auch, glaube ich, die Stimmung relativ weit oben halten. Ja gut, Geld hätten wir auch gerne. Es ist, glaube ich, was den Etat anbelangt, bei uns auch ein größerer Posten prozentual, der dabei rüberschwappen würde, als es bei euch ausmachen würde. Das ist wahrscheinlich richtig. Aber wir haben halt auch, glaube ich, seit dieser Pokalsaison mit B nicht mehr im Pokal überwintert. Meistens haben wir ja nicht mal die erste Runde überrundet. Von daher ist das ja schon mal für uns ein großer Erfolg, überhaupt in der zweiten Runde zu sein. Da stellen wir uns ja oft genug an. Aber ich habe ein kleines Quiz mitgebracht. Wisst ihr denn, wie oft wir schon im Pokal gegeneinander gespielt haben? Wow, gute Frage. Im Pokal? Viermal gesagt. Ich hätte fünfmal gesagt, aber das ist nicht ganz alles viel zu hoch. Ein einziges Mal. Echt? Ja, ein einziges Mal, 1970. Das war das allererste Aufeinandertreffen überhaupt. War das andere alles keine Pokalspiele? Nee. Krass. Und jetzt die Bonusfrage natürlich. Wie ist es ausgegangen? Wenn du es schon mitbringst, hat wahrscheinlich St. Pauli gewonnen. Nein. Horst Hese hat in der 119. Minute das 3:2 für euch erzielt. Am Millerntor. Okay. Vor Horst Hese 12.800 war begeisterten Zuschauern. Ist eigentlich auch einer für die Kategorie Was macht eigentlich, weil er war ja auch mal kurzzeitig Interimstrainer hier, einer der dunkelsten Kapitel der Eintracht-Geschichte. Ja. Nicht sehr erfolgreich. Ja, aber vielen Dank. Ich hoffe, dass das ein gutes Omen ist und dass wir aber nicht so lange brauchen werden. Wann fängt das Spiel überhaupt an eigentlich? 20:45. 20:45 Uhr, dann wären wir ja bis nachts noch da unterwegs. Naja. Das wirst du nicht mehr erleben, wenn ich hier andere Anwesende unserer WhatsApp-Gruppe mal zitieren darf. Ja, das befürchte ich auch, wenn wir uns so früh treffen, wie das da angedacht ist, dass ich dann eine Verlängerung zumindest nicht mehr wahrnehmen werde. Aber ich hoffe, wir brauchen das nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Spiel ist für mich auch so ein, ja, ich glaube, dass viele Leute das unterschätzen. So, wir haben ja auch bei Fußball 2000 in den YouTube-Kommentaren teilweise gesehen, so, ja, Pokal, das nervt mich momentan nur so. Ich würde ungern, dass das die Mannschaft auch so sieht, weil wir haben ja wirklich in der Vergangenheit gesehen, dass der Pokal auch wirklich ein positives Licht auf deine Saison werfen kann, falls es an anderen Stellen irgendwie nicht so erfolgreich läuft. Also, wo Marvin hat den Geldfaktor auch noch angesprochen. Ich würde ungern jetzt schon ausscheiden, muss ich sagen. Also ich will mindestens irgendwie ins Viertel-, Halbfinale oder so kommen, weil du dann tatsächlich auch noch geile Fußballabende hast und vielleicht wirklich nochmal nach Berlin kommst, weiß ich nicht. Aber das wäre schon mega geil. Und deswegen würde ich ungern jetzt irgendwie, gerade auch mit Blick auf die Stimmung gegen FC Bayern zu Hause mit einer Niederlage aus Hamburg nach Hause kommen. Also das ist schon sehr, sehr wichtig für diese beiden Faktoren. A, dass du drin bleibst, überwinterst, wie Hütter das auch gesagt hat, aber auch, dass du gegen Bayern motiviert bist und sagst, wir haben jetzt diese Runde überstanden, haben jetzt ein positives Gefühl, stehen jetzt hier nicht massiv unter Druck, sondern eher Bayern steht unter Druck. Gerade mit Hinblick auf das Bayern-Spiel ist dieses St. Pauli-Spiel meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr wichtig.
glaube aber auch, dass die Verantwortlichen das genauso sehen. Ja, geh auch fest von außen, genau das, was du sagst. Das eine nimmt dir ja Druck vom anderen. Ne? Wenn du jetzt weiterkommst, genau, im DFB-Pokal, ist halt, da hast du erstmal deinen Soll erreicht, halt jetzt für den DFB-Pokal natürlich bis zum Winter. Und auf der anderen Seite ist dann auch so, naja gut, gegen Bayern ist halt ein super Bonusspiel, weil dann spielst du vor Bundespublikum, dann im Öffentlich-Rechtlichen, dann live. Ja, dann ist es aber trotzdem nicht so, dass du sagst, du musst dieses Spiel gewinnen und du kommst natürlich mit einem ganz anderen Vibe. Wenn du jetzt gegen St. Pauli 120 Minuten spielst und dann irgendwie verlierst, dann bist du schon irgendwie das angefressen, hast viel Energie investiert und triffst dann auf Bayern, die normalerweise irgendwie verwundbar wären. Das wäre alles nicht so optimal. Deswegen kann ich nur sehr hoffen, dass die Frankfurter Eintracht das dementsprechend ernst nimmt, nicht in der ersten Halbzeit schläft und schon relativ früh ihre Akzente setzt. Und dann kann das richtig gut werden. Und dann sehen wir uns zumindest in St. Pauli dann, keine Ahnung, wieder, wenn sie aufgestiegen sind. Meinetwegen gerne, aber ich würde lieber morgen erstmal weiterkommen. ist ja auch dir überlassen, ja? Wir sind übrigens auch, wenn man an Statistiken und Bilanzen glaubt, klarer Favorit, weil die letzten zwei Spiele gegen euch haben wir nicht verloren. Okay. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ach so, nee, wir wollten ja den Underdog haben. Naja. Ja. Also das vorletzte Spiel war bei euch, das war 2011, da hat Alexander Meyer ein Tor geschossen, leider nicht für uns. Es war aber der späte Ausgleich, nachdem Finn Bartels uns in Führung geschossen hatte. Und das letzte Spiel war dann ein Montagabendspiel im Dezember 2011 und durch Tore von Fabio Morena und Max Kruse gewannen wir 2:0. So, jetzt gucken wir mal, wie das morgen ausgeht. Sehr, sehr gespannt auf jeden Fall, ja. Naja, aber interessant ist ja trotzdem auch die ganze Struktur eures Vereins aktuell. Du hast ja eben über Logokai gesprochen. Man hört ja viel Diverses, auch nicht nur Positives davon. Ist es denn trotzdem auch etwas, was so bei euch schwelt oder ist es eher so, kann es noch gedeckelt werden? Weil allein von der Liga-Position momentan ist es ja schon so, dass ihr, glaube ich, unter euren Ansprüchen momentan schon schwebt, oder? Ja, das ist natürlich die Frage, was man für Ansprüche hat und auch offiziell formuliert. Also ich glaube natürlich schon, dass man auf Sicht irgendwann mal wieder in die erste Liga will. Ich würde da aber jetzt auch diese Saison vielleicht nicht überbewerten, weil wenn man das ganz nüchtern bewertet, hast du natürlich mit Stuttgart, HSV und eigentlich auch Hannover und Nürnberg vier Schwergewichte in der Liga, die da erstmal über uns stehen sollten. Auch wenn Hannover und Nürnberg da sich momentan ein bisschen schwer tun. Von daher ist der Blick wahrscheinlich eher wieder auf nächste Saison gerichtet, wenn, keine Ahnung, hoffentlich Paderborn, Düsseldorf, sowas in der Stoßrichtung runterkommt. Mhm. Ja, meinetwegen. Aber wir haben natürlich grundsätzlich momentan so eine schwelende Unzufriedenheit, weil sich das alles doch dann nicht so schnell entwickelt, wie der ein oder andere das vielleicht gedacht hat. Man ist auch wegen so ein paar Fan-Themen so ein bisschen unzufrieden momentan. Das äußert sich dann in solchen Dingen wie letztens, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, wo hier eine Podiumsdiskussion sein sollte, wo der Hamburger Innensenator zu eingeladen war, organisiert von einem Fanclub. Das Ganze ist dann dahingehend eskaliert, dass das von der aktiven Fanszene boykottiert wird, beziehungsweise sogar gefordert wurde, das nicht in den Räumlichkeiten der Südkurve, die ja dann die Kurve unserer Ultras ist, abzuhalten. Mhm. Was eigentlich halt auch eine komplett bescheuerte Idee ist, dass man den Innensenator, der hier mit dem G20 nun wirklich alles verbrochen hat, was irgendwie schlimm ist, und mit Fußballfans ansonsten auch nicht gut umgeht, der aber nebenbei halt Sportsenator ist, dass man den ausgerechnet in die Südkurve einlädt. Also das ist wirklich komplett bescheuert. Das zeigt nur, wie weit dieser Fanclub so ein bisschen vom wahren Leben weg ist. Naja, und das Ende vom Lied war halt, dass die Podiumsdiskussion dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand und nicht in der Süd, sondern in der Haupttribüne. Aber unser Präsident halt auch mit auf dem Podium saß und das wird ihm jetzt ein bisschen ausgelegt, auch wenn er da nur Gast war, dass er das natürlich hätte anders irgendwie lösen müssen. Und so ein paar kleinere Unzufriedenheiten auch, unter anderem mit Luhukay, mit der Transferpolitik etc. Und das schwelt alles so ein bisschen, wurde natürlich dann mit sportlichem Erfolg, insbesondere im Derby-Sieg, auch dann übertüncht. Und jetzt nach zwei Niederlagen kommt natürlich der ein oder andere wieder und ja, merkt dann auch zu Recht an, dass halt nicht alles Gold ist, was glänzt bei uns. Aber grundsätzlich bin ich immer noch der Meinung, dass wir als Verein wunderbar viel richtig machen, gerade im Vergleich zu anderen Profiklubs. Und auch wenn ihr da jetzt nicht der richtige Ansprechpartner seid, weil die Eintracht macht bestimmt auch deutlich mehr richtig als falsch,
Aber grundsätzlich ist es bei uns schon so, dass man schon gerne mal wieder hoch würde, aber halt auch nicht um jeden Preis. Ja, na gut, nicht um jeden Preis. Na gut, dann schaue ich mal, ob das so läuft. Aber nicht um jeden Preis kann man natürlich auch einen Sieg haben. Deswegen, ich stelle mir jetzt einfach die Frage, stelle ich dir jetzt mal, welches Ergebnis tippst du denn? Ich glaube, dass es nicht nach 90 Minuten zu Ende ist. Muss ich dann wieder länger wach bleiben oder was, ja? Scheint so. Ja, wahrscheinlich. Sieht so aus. So, und wenn es ins Elfmeterschießen geht, dann werden wir verlieren. Du gehst ernsthaft davon aus, dass es bis zum Elfmeterschießen geht, oder? Hey, ich habe viel Geld bezahlt. Und na gut. Ich habe es auch nicht so weit nach Hause dann wie zum Beispiel ihr. Also das passt dann schon. Das stimmt. Also jetzt Hände auf die Tische, Handy in die Höhe. Ja, gut. Also tatsächlich eine Sache, die man vielleicht personell mal ganz kurz diskutieren muss, zu eurem Vorteil. Also wir haben ja einen tatsächlich herausstechenden nominellen Stürmer momentan. Das ist Dimitrios Diamantakos. Ja. Der ist gesperrt, weil er eben in Lübeck bei unserer Erstrundenpartie sich eine relativ dumme rote Karte eingehandelt hat, als er so ein bisschen im Liegen von dem gegnerischen Torwart bedrängt wurde und sich dann zu einem kleinen Tritt hat hinreißen lassen. Dumm, rote Karte, trotzdem berechtigt, kann man nicht anders sagen. Und damit fällt der morgen aus. So, und jetzt haben wir Henk Fährmann, der auch da vorne noch alleine spielen könnte, der aber seit seinem Kreuzbandriss im November letzten Jahres noch nicht wieder ganz da ist. Der spielt momentan in der zweiten und versucht, sich wieder ranzukämpfen. Das heißt, wir haben da momentan im Sturm tatsächlich eher ein Problem. Also Boris Taschke läuft da rum. Wir haben noch einen ausgeliehenen Spieler aus der englischen zweiten Liga damit bei. Das ist aber alles nichts, was eurer Verteidigung tatsächlich groß Angst machen sollte. Und Dimitrios Diamantakos wäre da, glaube ich, schon jemand gewesen, der da vorne echt nerven kann und der dann vielleicht auch mal den Fuß an der richtigen Stelle reinhält, so wie er das im Derby gemacht hat. Ja. Auch wenn es da der Kopf war. und das ist das, was ich momentan schon als Problem sehe. Also ich wüsste momentan im Sturm nicht so richtig, wer die Tore machen soll. Da müssen wir dann vielleicht auf unsere schnelle Außen hoffen, dass die dann euch mal auskontern können. Und dann ist halt wie immer, ist wichtig, möglichst nicht allzu schnell in den Rückstand zu geraten. Und ich denke mal, wenn wir das so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde schaffen, dann geht irgendwo auch das Kopfkino los, sowohl bei uns, dass wir merken, ach Mensch, hier ist ja was drin, als auch bei euch mit, oh ey, wie nervig, jetzt müssen wir uns gegen die noch länger bemühen als unbedingt nötig. Mhm. So, und dann kann das halt kommen. Also ich sag mal, wir spielen 0-0 nach 90 Minuten und einfach um euch jetzt hier so ein bisschen zu kitzeln, sage ich, in der 119. werden wir dann einen unberechtigten Handelfmeter kriegen. Den Video Assistant Referee gibt's ja zum Glück im Pokal in der Runde noch nicht und das Ding reicht dann für uns. Ach Gott, das ist also ein 1-0 in der 119. Minute. Die späte Rache für Horst Hese, natürlich. Ich merke schon, ein richtig fieses Ergebnis. Da haben wir schon einen Sendungstitel. Die späte Rache für Horst. Naja, gut, okay. Muss ich sagen, finde ich fies von dir, ja. Aber gut, so ist es halt manchmal. Also ganz objektiv gesehen, muss ich sagen, bin ich sehr froh über diese Schreckensmeldung in der Offensive, die du da so klargestellt hast, weil mir war das gar nicht klar, dass Diamantakos nicht spielen kann. Der hat mir, wie gesagt, bei dem Derby ja auch gut gefallen. Insofern bin ich da recht froh, dass wir also zumindest in Sachen Stürmerschwäche momentan ein bisschen Parität haben. Und deswegen jetzt mal mein Tipp, würde ich sagen, weil ich glaube, an die Stärke der Frankfurter Eintracht sage ich, dass wir 3-1 gewinnen und damit in die nächste Runde einziehen. Und ich schüttel trotzdem gerne deine Hand, wenn wir uns wiedersehen. Sehr gerne. Basti? Ich sage, die Eintracht gewinnt clean und gut 3-0. Alles, was wir jetzt hier besprochen haben, völlig für die Füße. Es wird ein ganz unspektakuläres Spiel. Die Eintracht wird schon nach 10 Minuten 2-0 führen und dann wird sie es runterspielen. Okay. Ich sage, es wird nicht unspektakulär, sondern da werden viele Tore fallen. Es wird ein schönes Fußballspiel und am Ende gewinnen wir 4-2. Ja, das ist aber auch krass. Mhm. Ein bisschen was muss ja zu sehen sein, wenn man schon mal die weite Reise antritt. Ja, na gut, okay. Sehr schön. Dann, Mike, dir vielen Dank für den Einblick, den du uns zu St. Pauli gegeben hast. Pass morgen da gut auf den Basti auf. Werde ich machen. Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine große Ehre und ich wünsche euch noch viel Spaß.
Danke vielen, dir. Vielen Dank, dass du da warst, mein Lieber. Bis bald, hoffe ich. Ja? Ciao. Jo, ciao. Ciao. Super. So, dann sollten wir vielleicht noch mal kurz, bevor der Basti dann auch wegrennen muss, gibt es irgendwas Spezielles, was wir uns für die Aufstellung morgen erwarten? Ich will, dass Juvelisch von Anfang an spielt. Okay. Für Kamada oder für Gacinovic? Nö, auch noch dafür Gacinovic. Also der soll ruhig dazu. Also Kamada hinter Juvelisch und Paciencia. Okay. Das heißt, machen wir es einmal ganz schnell von hinten nach vorne, auch wenn das gerade in meinem Kopf besser klang, als tatsächlich vielleicht jetzt ausgesprochen. Renault im Tor, davor wahrscheinlich wieder die übliche Abwehr, Abraham, Hasebe und Hinti. Oder sehen wir da tatsächlich auch mal eine Rotation? Also ich glaube, Indika spielt. Ja, ich würde auch sagen, Hinteregger, Indika und Hasebe. Wäre ich voll dabei, wäre auch mein tatsächlicher Wunsch, wie ich das morgen gerne hätte. Mhm. Dann haben wir davor den klassischen Abräumer, wie wir ihn zuletzt wahrscheinlich auch gesehen haben. Ich tippe mal sehr stark auf einen Fernandes. Mhm. Ja, kann man machen. also ich meine, hatte gut gespielt eigentlich gegen Gladbach, fand ich. Hat auch die eine oder andere Großchance auch verhindert ein Stück weit. Ach Gott, ja, jemand hat letztens bei YouTube zu Recht festgestellt, dass ich zu oft Stück weit sage. Das sage ich auch wirklich ein Stück weit. Das ist ein Stück weit richtig, ja. Ja, muss ich auch aufpassen. Ja, also kann ich mir schon vorstellen, dass er da spielt. Basti, hast du eine andere Idee? Nee, geh damit. Mhm. Dann haben wir wahrscheinlich die klassische Außenbahn mit einem Kostic links und einem Da Costa rechts. Mhm. Erik Durm will ich mal sehen. Der muss auch mal langsam zeigen, was abgeht. Ich will Da Costa fit für Bayern. Okay. Kann ich auch durchaus mitleben. Das heißt, Kostic bleibt aber... Na gut, Kostic ist jetzt auch so ein bisschen ja das Fragezeichen da dran. Wer wäre denn eine Alternative für Kostic auf links? Ja, links wäre dann die Alternative wirklich, dass ich Chandler reinsetze. Chandler oder? Oder Chandler rechts und Durm links. Wahrscheinlich. Genau. Ja, ja. Hätte ich dann wahrscheinlich eher gesehen. Mhm. Gut, den nach links und einen Chandler nach rechts mit einer Mini-Chance, dass doch Da Costa von Anfang an spielt, weil der Trainer sich das anders da denkt. Und dann hast du schon gesagt, Kamada hinter den Spitzen und der spielt ja wahrscheinlich dann nicht alleine, sondern der hat einen noch neben sich und das wird, ich tippe mal auf So. Ja, den habe ich auch schon gesagt, der muss jetzt durch. Also der muss jetzt, der hat gute Anlagen, der hat natürlich, fehlt dem noch ein bisschen was, aber das ist die Investition, die wir in die Zukunft für ihn brauchen. Der braucht jetzt diese Spiele einfach und ganze Zeit auch. Ja. Und ich glaube auch, dass jetzt auch ein Spiel wie St. Pauli ihm helfen kann. Also ist auch gar kein Drama. Genau. Hm? Und dann haben wir davor den Doppelsturm Paciencia Juvelvic, wobei ja auch so eine Mini-Chance ist, dass Dost abhängig vom, Dingens Abschlusstraining morgen vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen Einsatzzeit bekommt, was ich vielleicht gar nicht tun würde, sondern ihn tatsächlich eher für die Bayern aufsparen, um die da so ein bisschen zu ärgern. Aber die gewisse Chance besteht ja. Yo, yo. Das wäre dann unsere Aufstellung und gleich nicht mehr zur Aufstellung gehört dann der Basti. Der muss nämlich weiter vorschlafen, was ja eigentlich gar nicht möglich ist, aber trotzdem versucht er das mal, damit er morgen fit ist für die Reise nach Hamburg. Basti, mach's danke, gut, dass du dabei warst. Viel Spaß morgen und trink ein Bier für uns mit. Werde ich tun, meine lieben Freunde. Bis dann. Ciao. 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 So, Marvin, dann sind es nur noch wir beide. Lass uns noch mal einen kleinen Ausblick Richtung dem Samstagspiel machen, auch wenn wir jetzt so Dinge wie Aufstellung da auch wieder weglassen, weil es ja doch nur ein bisschen weit weg ist. Wir spielen gegen die Bayern, gegen unseren Ex-Trainer, Lieblings-Hass-Gegner, whatever, am Samstag zu Hause um 15:30 Uhr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich rechne mir für dieses Spiel auch tatsächlich ein bisschen was aus, weil die Bayern jetzt nicht so der große Favorit sind. Wie habe ich es hier so in unser Sendungsdokument geschrieben? Wird künstlich am Leben erhalten. Das ist meine Sicht auf die Bayern gerade.
Das ist natürlich schon sehr krass formuliert, ja. Ich glaube, was auch künstlich am Leben gehalten wird, ist natürlich diese dauerhafte Unzufriedenheit von vielen Stellen. Ja. Denen wird es auch wirklich viel besser tun, halt nicht die ganze Zeit unzufrieden zu sein. Aber es ist auch so, dass sich spielerisch einiges abzeichnet, das nicht optimal läuft. Du merkst, dass die Bayern verwundbar sind. Du merkst, dass die Autorität von Niko Kovac nicht da ist, wie man sie sich vorstellt, glaube ich, wie das auch schon bei anderen Bayern-Trainern der Fall war. Und jetzt finden wir uns in einer Situation, wir müssen halt mal sehen, wie das Spiel gegen St. Pauli läuft, dass wir auch dem ehemaligen Top-Trainer von uns gefährlich werden können, insofern, dass wir ihn vielleicht sogar in seinem Job entscheidend schwächen können. Das ist natürlich ganz krass und irgendwie birgt das natürlich auch eine besondere Brisanz. Ich finde es auch ganz geil tatsächlich. Jetzt hast du gerade eben gesagt, dass die Autorität unseres ehemaligen Trainers Niko Kovac bei den Bayern nicht mehr so richtig da ist und mir tauchte dann spontan die Frage im Kopf auf, war sie denn überhaupt jemals richtig da? Nee, das ist ein guter Punkt. Ich glaube auch nicht, dass sie wirklich immer da war oder dass sie überhaupt jemals in diesem Maße da war. Ich glaube, es ist zeitweise ein Stück weit verstummt, nachdem er wirklich das Double geholt hat, nachdem er zwei Titel geholt hat. Und da war erst schon mal ein bisschen Ruhe im Karton. Dann hat man gesagt, okay, man geht damit, man muss auch damit gehen. Dann haben selbst die Verantwortlichen des FC Bayern festgestellt, dass es kaum Alternativen gibt. Denn allein sportlich sind sie halt auf dem, was mindestens zu erreichen war. Das hat man ausgenutzt. Aber jetzt zeigt sich halt nach dem Führungssieg gegen Tottenham, weil Tottenham halt auch einfach mega scheiße war und die Tottenham sowieso momentan nicht. Ja, aber Tottenham läuft momentan sowieso nicht so, ja. Das ist und man hat aber gedacht, das wäre das halt das Mega-Ding und plötzlich stellt man fest, scheiße, ist nicht einfach das Mega-Ding, sondern ja, die sind, okay, die waren einfach schlecht und da hat man sich aber schon gedacht, okay, Sternstunde des deutschen Fußballs. Nee, so war es halt nicht. Und am Ende findet man sich jetzt hier auf dieser Position wieder und denkt, okay, es läuft noch gut, aber so langsam werden uns andere Leute gefährlich. Und da muss jetzt gehandelt werden, kann ich natürlich aus Sicht des FC Bayern verstehen. Du hast das Spielermaterial, was auf jeden Fall ein bisschen was hergibt. Du hast aber mit Coutinho jemanden geholt, der zumindest Stand jetzt noch nicht die Qualität gezeigt hat, die er normalerweise aber in sich trägt. Ja, trotzdem ein Spieler, den du kaum bewachen kannst, auch gegen die Eintracht, wenn der spielt. Das wird schon schwierig, den überhaupt einigermaßen zu bewahren. Wobei, da habe ich, denke ich halt schon, dass so Leute, selbst wie auch Abraham, auch wenn er ein bisschen nicht mehr ganz so fit ist oder auf jeden Fall Hinteregger, ihm schon sehr, sehr gefährlich auf den Schlappen stehen können, dass ihn ein Stück weit nervt. Das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Partie. Und es wird eine sein, bei der ich sagen kann, dass die Eintracht durchaus eine einigermaßen realistische Chance hat, nicht mit einer Niederlage aus dem eigenen Haus zu gehen. Ja, also ich glaube, der große Vorteil ist halt wirklich, dass wir zu Hause spielen. Es kommt halt so ein bisschen jetzt auch wieder auf den Punkt drauf an, was wir ja auch eingangs besprochen haben. Sind wir ab dem Anpfiff des Spiels wirklich so geistig auf dem Feld, dass wir da irgendwas machen können? Weil ich glaube, was du gegen die Bayern auf keinen Fall machen darfst, weil da, wie du schon gesagt hast, überwiegt dann einfach diese individuelle Stärke der einzelnen Spieler, ist da auch nur irgendwie einen Moment lang nicht absolut im Fokus zu sein, weil da sind in der Tat einfach so der eine oder andere Spieler da, die auch unabhängig, ob der Trainer jetzt die nötige Autorität versprüht oder nicht, einfach individuell so stark sind, dass die dich da innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde total auseinandernehmen. Ja, also es ist, ja, es bleibt schwierig, aber ich glaube, ich bin da einfach sehr positiv aktuell. Also ich muss halt sagen, dass die Eintracht schon die Möglichkeit hat, da was zu reißen. Und ich finde es halt super geil, dass wir jetzt auch mal wieder schön an einem Samstag spielen, 15:30 Uhr, beste Zeit, beste Fußballzeit. Und aber auch im Endeffekt, dass es im ZDF übertragen wird, kann vielleicht auch nochmal für einen gewissen Push sorgen. Ich finde, es ist natürlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, kein Eingestehen, das wäre irgendwie negativ konnotiert. Ich will eher sagen, das wäre auch, ist natürlich auch so ein bisschen, zeigt den Respekt, der auch Bundesliga Deutschland vor der Eintracht mittlerweile hat, weil am Ende ist es halt so, die Eintracht sorgt auch für Einschaltquoten und hat das Potenzial und das wissen halt auch viele und deswegen spielen wir am Samstag im Free TV und das ist auch cool und ich glaube, da wollen sich auch unsere Spieler von der besten Seite beweisen und es ist wirklich was möglich. Ja, hat mich auch ein bisschen irritiert tatsächlich bei der Ansetzung, wenn du schon sagst, von wegen du willst irgendwie Spiele haben, die auch irgendwie Einschaltquoten produzieren und deswegen du das Ding halt auch ins Free TV bringst, dass du so ein Spiel dann, was ja durchaus, wie du schon gesagt hast, in der Lage ist, Einschaltquoten zu haben, zum einen, weil du beide Vereine hast, die
eine große Fanbase haben, aber auch Vereine hast, die einfach allein durch ihre Präsenz und die Bayern ja generell, aber die Eintracht eben auch durch die vergangene und aktuelle Euroleague-Saison einfach auch viel Aufmerksamkeit hast, dass du so ein Spiel um 15:30 hast und dass du um 18:30 Union gegen Hertha hast, nix gegen Union, die guckt man sich ja gerne an, aber who the fuck interessiert sich bitte für die Hertha um 18:30? Ja, gut, ich meine, Union, ja, ist richtig, auf jeden Fall. Ich glaube, für die Hertha interessieren nicht ganz so viele Leute. Da hast du aber natürlich das Derby, was du jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder hast. Insofern ist das ja schon ein bisschen sinnvoll. Aber das kannst du wahrscheinlich beim ersten Mal jetzt in der Tat machen, aber ein zweites Mal, sollte es dazu kommen, wird sich das um 18.30 Uhr auch keiner mehr geben. Ich bin ganz ehrlich, ich habe bis um die Uhrzeit dann auch schon wieder andere Sachen zu tun. Dann muss ich nämlich den Sieg der Eintracht feiern. Ja, das ist korrekt. Also von daher, Samstag wird auf jeden Fall fußballerisch für uns ganz großartig. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie es dann tatsächlich aufstellungstechnisch und so weiter wird, weil zwischen dem Pokalspiel, was ja durchaus anspruchsvoll und intensiv werden wird, zu dem Bayern-Spiel, das sind nur irgendwie 3 Tage. Wir sagen zwar alle, dass Fußballprofis in der Lage sein sollten, das irgendwie zu machen, aber sind wir mal ehrlich, so 3 Tage und so 2-mal intensiv laufen, das merkst du dann halt schon, also das könnte auch nochmal so ein bisschen spannend werden. Da würde ich mich jetzt aber mal drauf verlassen, dass ihr als, dass die Fußball 2000 Crew da hoffentlich nach dem Pauli-Spiel nochmal so einen kurzen Ausblick oder irgendwas gibt. Das ist leider nicht möglich. Ah, also leider werden wir nach St. Pauli nichts mehr bringen, aber wir sind auf jeden Fall direkt nach dem Spiel der Eintracht gegen den FC Bayern München, sind wir direkt danach online. Also da werden wir auf jeden Fall was machen, dann im Hinblick darauf, oder vielleicht werden wir auch einfach nur jubeln. Genau, also es gibt am Donnerstag etwas, aber das nur schon vorproduziert, weil wir es einfach sonst nicht mehr geschafft hätten. Aber das ist ja noch keine Einschätzung. Dann und das ist eine kleine Sonderfolge. Dann empfehlen wir Spieltagsvorschau technisch dann mal wieder unseren Ausblick, der ab Freitag dann bei den Kollegen von Spiegel Online zu lesen ist. Und wer am Samstag direkt eine Analyse des Bayern-Spiels haben möchte, der schaltet irgendwann in der späten Nachtstunde wahrscheinlich mal auf den YouTube-Kanal von Fußball 2000 oder am Sonntagmorgen beim Katerfrühstück, wenn er den Eintracht-Sieg verdaut. Je nachdem, wann ihr nach Hause kommt. Genau. Dann hätte ich aber trotzdem gerne noch einen Ergebnistipp für das Samstagsspiel von dir. Ah ja, Leute, machen wir doch einfach mal 1-0 für die Eintracht. 1-0. Das wäre in der Tat mein zweiter Tipp gewesen. Mein erster Tipp ist ein 2-1. 2-1, okay. Genau. So geil. Ich hätte gerne ein Kopfballtor von Bastos in der 89. Minute. Okay, das klingt doch nicht so verkehrt. Gell, okay, finde ich auch. Ja, aber das heißt ja gleichzeitig, dass Bastos wieder spielt. Da wäre ich sehr froh und würde. Ja, das ist die Mini-Hoffnung, die ich habe, dass er tatsächlich jetzt einfach gegen Pauli ein bisschen geschont wird, dass Juri Melvic da seine Einsatzzeiten bekommt, dass er am Samstag aber fit ist, die Bayern zu ärgern und wir dann mit irgendwelchen Wortwitzen mit Bastjon danach triumphieren können. Ja, also nehme ich gerne. Hervorragend. Dann haben wir die Rückschau und den Ausblick auf die Spiele hinter uns. Was wir natürlich jetzt noch tun müssen, ist eine Rückschau auf ehemalige Spieler und Dinge, die vor 20 Jahren passiert sind. Und wir fangen natürlich ganz klassisch mit den ehemaligen Spielern an. Und da brauchen wir erstmal den Jingle dafür. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich... Ja, was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Aha. Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. Ich liebe diesen Jingle immer noch nach wie vor ganz, ganz stark. Gut, dann, ich habe mir einen Spieler ausgesucht tatsächlich. Ja, jetzt kommt die große Herausforderung für mich, einen Spieler zu erraten. Und ich habe nicht dieses ultimative Spielergedächtnis, wie es der Basti normalerweise hat. Von daher bin ich mal gespannt, ob ich da auch noch annähernd eine Chance habe, drauf zu kommen. Schieß los. Ja, also ich kann dir erstmal sagen, es ist eine Zeit, in der wir noch keinen Podcast gemacht haben. Ja. Schwer vorstellbar, dass es das jemals gab, aber ja.
Ja, genau. Und es ist so, es ist ein Spieler gewesen, der entdeckt wurde. Und zwar 1997 wurde er entdeckt, das kann ich schon mal sagen. Ja, das heißt ja nicht, 97. Wann er dann. Ja, das heißt aber nur 97, dass er entdeckt wurde, ne? Weil er dann wirklich bei einer Profikarte der Eintracht stand, das musst du dir selber ausdenken. Aber der wurde 1997, im Sommer 97 von den Jugendspielern der Frankfurter Eintracht entdeckt, und zwar beim Adlertag, ja. Und das war dann halt, ne, hast du geguckt, wer sind die Kleinen, die irgendwie ganz gut Fußball spielen. Und er war so ein bisschen Mitspieler, dem ein ähnliches Talent nachgesagt wurde wie Faton Toski. Der Faton Toski kennt man vielleicht auch noch, ja. Mhm. Der dann aber auch ja keine so hundertprozentig grandiose Karriere gemacht hat. Noch ein bisschen schlechter war leider seine Karriere bei der Frankfurter Eintracht, denn es ging, also 2007 hat er den Sprung in den Profikader geschafft, hat erstmal bei der zweiten Mannschaft gespielt, ist ein Mittelfeldspieler gewesen, hat danach ist bis 2009 geblieben. Danach war er 4 Jahre in Split, also in Kroatien. Ist dann immer wieder ausgewechselt nicht nur ausgewechselt, sondern auch ausgeliehen worden. Hat nochmal bei der zweiten Mannschaft von Hajduk Split gespielt und ist dann in die Schweiz gegangen, nach Biel, dann nach Winterthur. Und jetzt kickt er aktuell in der 4. Liga tatsächlich, und zwar beim FC Bayern Alzenau. Es ist ein kroatischer Juniorennationalspieler, hat sogar in der U21 gespielt, hat da immerhin auch 4 Tore geschossen in 10 Spielen. Aber, wie wir es gerade schon hier feststellen, den Sprung in die Profikarriere hat er nicht wirklich vollziehen können oder in eine erfolgreiche Profikarriere. Deswegen ist er mittlerweile beim FC Bayern Alzenau und hat dort auch eine kaufmännische Lehre angefangen. Keine Chance. Kein Problem. Ist wirklich schwierig. Der Junge kommt ursprünglich aus Hanau, ja, und es ist Krešo Ljubičić, ja. Vielleicht kennt ihr auch, der Name sagt. Mit dem Namen kann ich natürlich was anfangen. Ja. Genau. Es ist nämlich genau das. Also ich meine, es ist ein Spieler, der immer so ein Stück weit schon wieder. Oh, da war es wieder. Ja, der auf jeden Fall eine Hoffnung dargestellt hat, weil er im Zentral- und Mittelfeld und auch im defensiven Mittelfeld auf jeden Fall Anlagen gezeigt hat, die trotz seiner Körpergröße 1,79 schon beachtlich waren. Aber auch da, und das war ganz frustrierend, er hat den letzten Sprung nicht geschafft. Will da auch nicht behaupten, dass es an irgendjemandem lag, außer ihm. Vielleicht waren dann einfach die letzten paar Prozent nicht da. Er ist, wie gesagt, 2007 in den Kader der Frankfurter Eintracht gerutscht. Ja, aber es ist irgendwie, also das sind so ein typisches Talent, der irgendwie schon was hatte und auch mehr als andere Leute, die mit ihm zur gleichen Zeit irgendwie gestartet sind, wie ein Jürgen Mössmer oder so, die man fast gar nicht mehr kennt. Aber im Gegensatz zu Faton Toski, der 2 Jahre älter war, hat er leider ein Stück weit weniger erreicht. Ist schade, weil aus ihm hätte irgendwie noch mehr werden können, aber man darf auch nicht vernachlässigen, Ljubičić hat auch immer mit vielen Verletzungen zu tun gehabt. Also, ich glaube, die letzte Verletzung, weil ich habe immer mal wieder geguckt, was er so macht, das zieht sich alles durch. Da hat zwischenzeitlich einen Kreuzbandriss gehabt. Und allein wenn du weißt, dass du einen Kreuzbandriss hast, das ist davor halt schwierig. Er hat eigentlich relativ schnell nach seinem Wechsel nach Split sogar schon einen Mittelfußbruch gehabt, was auch kacke ist, ne? Und du hast dann immer wieder so kleine Verletzungen, die dich dann einfach ausbremsen. Einmal war er 183 Tage, jetzt gucke ich gerade bei Transfermarkt, war 183 Tage verletzt, dann 105 Tage. Das ist natürlich etwas, da zeigt sich natürlich auch ein Stück weit, dass du vielleicht oder dein Körper nicht so ganz für den Fußball ausgelegt ist. Ja. Ist ärgerlich. Hat ihn, glaube ich, auch einen wirklich talentierten Spieler sehr zentral zurückgeworfen. Aber muss mal sagen, immerhin gut, dass er jetzt bei Bayern Alzenau immer noch in der 4. Liga kickt, schießt da auch das ein oder andere Tor und kann beim Sponsor des Vereins irgendwie eine kaufmännische Ausbildung machen. Ist nicht das Schlechteste tatsächlich. Wie alt ist denn der Typ? 31. 31, ja. Gut. Mhm. Hat noch ein paar Jahre vor sich. Kann, je nachdem, wie das halt dann beruflich läuft, ne? Ja. Ja, ich meine, wenn er jetzt, ist ja durchaus, wie du schon sagst, die Möglichkeit ist ja extrem gut, da einfach nochmal deiner Passion, wo es jetzt nicht wirklich ganz für eine Profizeit gereicht hat, dann einfach nochmal so ein bisschen da einfach dem nachzugehen und parallel sich dann nochmal irgendwie ein zweites Standbein aufzubauen, weil mit 31 da hast ja gerade mal ein Drittel deines Lebens irgendwie erst rum. Ist das ja einfach auch gut. Auf jeden Fall. Also, ja, also das sind also diese kleinen Karrieren, die es auch, wo es sich auch lohnt, die näher zu beleuchten. Ja. Ja, wo ich dann auch denke, weil
wie krass das eigentlich ist. Ne? Ich meine, es ist auch echt ein Spieler gewesen, und ich dachte, geil, der kann was. Und da geht noch mehr, und da ging halt einfach nicht mehr. Das ist dann ärgerlich einfach, und das liegt ja auch an niemandem, sondern das ist halt wie in diesem Fall, setzt dir einfach dein Körper halt irgendwie eine natürliche Grenze, und dann, was soll man machen? Ja. Ja, so. Kann man, glaube ich, nichts machen, aber wenn du dann einfach die Möglichkeit hast, da nochmal ein bisschen mitzugehen, ist es doch auch einfach extrem gut. Genau, das war mein Spieleausgang. Ja, dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank dafür. Ich konnte es, wie gesagt, leider nicht erraten. Da ist auch extrem schwer. Ich bin mir ziemlich sicher, Basti wäre da drauf gekommen. Der ist da ja unser Spieler, Superhirn, aber mal gucken. Nächste Woche hat Basti ein bisschen mehr Zeit, dann haben wir vielleicht wieder Chancen. Dann würde ich sagen, werfen wir da nochmal einen Blick auf den 9. Spieltag in der Saison 99-2000. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss! Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! So, dann nochmal als kleine Erinnerung. Letzte Woche haben wir gesprochen über den 8. Spieltag. Damals haben wir gegen Rostock gespielt und 3-1 in Rostock verloren. Auch jetzt nicht unbedingt ein Glanzstück in der Eintracht-Geschichte. Und dann mussten wir ran am 9. Spieltag gegen den FC Schalke 04 an einem Freitagabend zu Hause. Und weißt du, wie das Spiel ausgegangen ist? Oh Gott, gegen den FC Schalke 04. Ich glaube, es war nicht gut für uns. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war eine Weiterführung einer noch dunkleren Zeiten. Das ist korrekt. Wir haben 2-0 gegen Schalke damals verloren. Die Tore schossen in der 53. Minute per Foul-Elfmeter Wilmots. Und in der 83. nach einem satten Linksschuss traf Gerald Asamoah, der gleichzeitig auch Spieler des Spiels wurde. Ah, okay, krass. Siehst du mal, ich hätte Asamoah gar nicht in diese Zeit verortet. Ja, also, crazy. Ja, ich hätte den auch irgendwie gedanklich so ein bisschen später im Kopf. Aber ja. Krass, ey, scheiße, Heimniederlage. Ja, Heimniederlage. Einmal die komplette Aufstellung. Schalke damals im Tor mit Schober, in der Abwehr mit Eigenrauch, Thun und Baldo. Ja. Davor Kmetsch. Links Van Kerkhoven. Ah. Rechts Campus. In der Hieß Mitte. Campus, oder wie die hieß, ne? Ich glaube, ja. Ja. In der Mitte Alpugan und Wilmots und davor Asamoah und Ebbe Sand. Trainer damals bei Schalke 04, wie eigentlich gefühlt schon immer, Huub Stevens. Ja, okay, es war noch so Ausläufer von der Eurofighter, ne? Ja. 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 Crazy, ey, ja, siehst du mal, selbst Ton hat noch Fußball gespielt. Selbst Ton hat mal noch Fußball gespielt, das ist korrekt. Hat irgendwann mal was anderes gemacht, außer im Doppelpass zu sitzen. Ja, Yves Eigenrauch, auch so ein bisschen so eine Legende irgendwie, also echt immer gar nicht aus, um es mal so zu formulieren, ja. Ja, krass, ja, also da waren schon gute Spieler dabei. Wilmots, naja, dem kann man fast gar nicht böse sein. Also Moore auch zu seiner Zeit echt ein ganz guter Stürmer. Ja. Krass, ja, aber trotzdem ärgerlich, weil ich finde aber unsere Ausstellung extrem abenteuerlich. Also so Leute wie Bulut und Dombi, ja, da muss man dann auch die Frage stellen, wow, echt, hatte Dombi das Format für die Bundesliga, da wundert mich echt überhaupt, dass er überhaupt so, dass er überhaupt Spiele gemacht hat tatsächlich, ja, und ich meine, war ja auch nicht beeindruckend, also die Spiele, die er gemacht hat, ne, die haben jetzt nicht dazu geführt, dass er jetzt in neue Höhen geraten ist, ja, also ein Spieler, der ein begrenztes Potenzial hatte und dementsprechend zwar dann auch Richtung Niederlande nochmal kurz gewechselt ist, aber danach ging es auch schon relativ schnell wieder zu seinem Heimatverein Debrecen, ja. Naja. Vielleicht der Vollständigkeit halber noch unsere Aufstellung. Wir haben gespielt mit einem Nikolov im Tor. Davor Hubschef, Bindewald, Schur und Kracht. Dann so ein bisschen mehr zentral Mittelfeld nach vorne. Weber und Bulut, hattest du gerade eben schon angesprochen. Dombi, Gebhardt auf den Außen und vorne im Sturm. Fjørtoft und Salou. Siehst du mal. Ja, irgendwie
Offensiv finde ich das alles tatsächlich ganz annehmbar. Ja, auch Marco Gebhardt damals kein schlechter Spieler gewesen. Ja, auch so eine Person, also so, ja, so ein, keine Ahnung, sah so ein bisschen aus wie so ein Thorsten Legert mit dunklen Haaren. Ja. Aber irgendwie, wie gesagt, also kein schlechter Spieler. Also hat uns auch mit trotz einer merkwürdigen Karriere, weil er ist ja von Ferl, glaube ich, gekommen, hat aber bei der Eintracht echt ganz gut performt, ist dann nochmal zur Energie und dann ging es weiter zu 1860. Also hat jetzt nicht die ganz großen Vereine abgeschleppt, aber bei uns war das nicht so verkehrt. Ja. Mhm. Aber gut, also Spieler, der im linken Mittelfeld, da ist er mir zumeist aufgefallen, doch einigermaßen gut performt hat. Aber gut, es hätte nicht sollen sein. Ja. Spannend finde ich auch, dass bei dem 2-0 für Schalke, wie haben sie es hier so schön geschrieben, ein kapitaler Fehler von Nikolov, der ermöglichte Asamoah in der 83. Minute den entscheidenden Treffer. Nachdem er den Ball eigentlich bereits geklärt hatte, spielte er dem Schalker wieder vor die Füße. Das ist auch so eine Situation, die sich in der langen Geschichte von Eintracht-Torhütern irgendwie durchzieht, dem Gegner ungünstig zwar geklärt, aber den Ball dann wieder vor die Füße zu spielen. Ja, das sagst du das Richtige. Es ist auch, wie soll ich sagen, es ist genau diese Art und Weise von Fußball und auch von Torhüterspiel, die einen ja auch über viele Jahre hat verunsichern lassen. Ne? Also ich meine, wir hatten eigentlich immer so solide Torhüter, aber auch so Nikolov, auch wenn du immer sagst, er ist ein solider Torhüter, aber der kostet dich halt mit solchen Szenen dann halt auch den einen oder anderen Punkt. Und das ist halt genau das Nervige. Ja? Ich meine, steht es 1-0, alles okay, kannst du vielleicht noch rankommen, aber bei so einem dusseligen Ding, wenn du gerade in der Vorwärtsbewegung bist, ist es halt echt richtig kacke. Ja. Damit setzt die Eintracht so ein bisschen an diesem Spieltag ihren Trend nach unten fort. Wir waren am Ende des Spieltages auf Platz 17. Nur noch schlechter der MSV Duisburg auf Platz 18. Mhm. Dortmund war an dem Spieltag oder nach dem Spieltag weiterhin Tabellenführer, trotz dessen, dass sie 3-1 gegen Werder Bremen verloren haben am Sonntagnachmittag oder Sonntagabend. Ganz knapp gefolgt vom HSV, die an diesem Spieltag 0-0 gespielt haben gegen 1860 München. Und die Bayern kamen so ein bisschen im Laufschritt von hinten dran. Die haben nämlich an diesem Spieltag 2-0 gewonnen gegen den glorreichen ersten FC Kaiserslautern. Das geht doch. Das geht doch, genau. Und dann beenden wir diesen Spieltag und geben euch einen kurzen Ausblick auf den nächsten Spieltag, den wir in der nächsten Woche besprechen werden. Da geht es nämlich um das Spiel gegen Arminia Bielefeld. Arminia, da bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht uns ein wenig von diesem jetzt doch schon relativ eklatanten Tief befreien können. Ja, schauen wir mal, wie das so ist. Und dann die Frage an dich, Marvin, hast du Empfehlungen für diese Woche? Na, Empfehlungen kann ich wirklich die, auch wir machen es ja hier immer schön in der Langfassung, wo wir noch ein bisschen ausführlicher auf ein paar Themen eingehen, kann ja wirklich die neue Fußball 2000 empfehlen, da der gruselige Eintrachtsturm, ja, bisschen überzeichnet, aber wir haben, glaube ich, in sehr unterhaltsamer Manier besprochen, was uns gerade auffällt. Am Donnerstag kommt noch eine neue, die sich auch nochmal dem Halloween-Thema ein Stück weit widmet. Und dann werde ich auch vielleicht versuchen, nicht mehr ganz so oft Stück weit zu sagen, weil es mir doch ein Stück weit auffällt. Meine Güte, da muss man echt aufpassen. Nee, ansonsten Empfehlung habe ich momentan nur, dass ich sagen kann, wenn ihr Bock habt, ich google das mal, weil ich den Namen, genau, dann guckt euch die Serie The Loudest Voice an. Ist eine extrem interessante Serie. The Loudest Voice, okay. Ja, also die lauteste Stimme dann im Deutschen. Ist eine US-Miniserie, also gerade aus diesem Jahr. Russell Crowe spielt die Hauptrolle darin. Ja, und es geht im Endeffekt um den Erschaffer. Also nicht um, also der Erschaffer von Fox News ist immer noch Rupert Murdoch, aber es geht um denjenigen, der aus der Fox News diesen nicht erst konservativ, sondern dann irgendwann wirklich rechten Sender gemacht hat, der sehr viel politischen Einfluss hatte oder immer noch hat, ist ja immer noch die bekannteste News-Plattform im amerikanischen Markt, also Roger Ellis. Und da kann ich euch echt nur empfehlen, mal reinzuschauen, weil es echt sehr gut gemacht ist, so ein bisschen einen Blick auch darauf wirft, wie man, ja, Journalismus, ja, korrumpieren kann ein Stück weit. Finde ich extrem interessant gemacht, eine super Miniserie und ist halt momentan, glaube ich, bei Sky zu sehen, wenn ich da richtig liege.
ja, vielleicht kann man da auch irgendwie, ja, gibt ja hier dieses Sky-Ticket oder so. Also wer Serien mag, der wird da, glaube ich, seine Freude finden. Ja, scheint in der Tat momentan bei Sky ausgestrahlt zu werden. Mhm. Ja. Also wer Sky hat oder irgendwie gerade so einen Gutschein für Sky-Ticket vorbeilaufen sieht, der kann das wahrscheinlich dann mal ausprobieren. Gibt 7 Episoden in der einen Staffel, die, wenn ich das so richtig sehe, nach Jahreszahlen quasi dann einfach benannt oder strukturiert sind, dann die entsprechenden Jahre abdecken. Genau. Sehr schön. Ja, hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Klingt leider Gottes, klingt es spannend. Ja, es ist so, dann setzt sich so viel zusammen, dass man denkt, okay, ich muss das gucken. Aber du hast mal nach meinen Tipps gefragt. Ja, das ist richtig. Ich überlege gerade, ob ich das in Zukunft einfach noch tun will. Ja, ist kein Problem mehr. Ich meine, wenn du dann lieber sagst, du willst über einen Podcast hören, dann kann ich natürlich immer den Ringfuchs-Podcast empfehlen. Wir haben momentan richtig aktuelle Themen auch, wo wir über AEW, die neue Wrestling-Liga, die sich anschickt, zu einer ernsthaften Konkurrenz für die WWE zu werden. Haben wir relativ viel, da werden wir heute auch, oder nee, morgen wahrscheinlich die neue Folge schon präsentieren. Morgen bedeutet dann am Mittwoch, da geht es dann ganz aktuell darum, weil AEW ist mittlerweile auch auf dem deutschen Markt empfangbar, und zwar bei TNT-Serie. Also für die Leute, die vielleicht so ein kleines Pay-TV-Paket haben, sei es bei Sky oder bei der Telekom, also Magenta. Dürfte das drin sein und auch zweisprachig. Und das finde ich ganz geil. Das ist nicht nur auf Deutsch. Ach, die haben direkt den Originalton dann quasi mit dabei? Auch, und das ist natürlich schon geil. Ne? Also ich muss sagen, das ist ein geiler Service. Mittwochs, also heute Nacht, morgen ist diese, gibt sie immer live und am Freitag, also live in den USA ausgestrahlt und am Freitag ist es dann schon in Deutschland. Finde ich eine akzeptable Verzögerung. Und gerade so zum Wochenende hin, am Freitag, kann man das echt immer ganz gut anschauen. Also wie gesagt, dahin geht auch meine Empfehlung, weil es gerade echt Spaß macht. Genau, mehr habe ich wirklich aber nicht zu bieten. Okay, dann schreibe ich mal hier noch Ringfuchs und AEW auf. Ich komme leider momentan sehr wenig dazu, irgendwie Wrestling zu schauen. Mhm. Und da hätte ich vielleicht dann eine kleine Mini-Empfehlung. Ich werde es jetzt hier nicht verlinken, weil ich nicht weiß, inwieweit das tatsächlich verlinkbar sein sollte. Aber der Hinweis, es gibt auf YouTube einen Kanal, der heißt Wrestling Reality, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Mhm. Ich gucke das einmal kurz nach. Wrestling Reality, der macht immer so Zusammenschnitte von den normalen TV-Shows, also er macht auch von diesen ganzen Pay-Per-Views, aber er macht auch regelmäßig von allen normalen Sendungen, sei es jetzt irgendwie Raw, SmackDown, der macht auch NXT und ich meine auch AEW, so ein Zusammenschnitt, das heißt, der schneidet die 2- oder 3-Stunden-Sendung dann so auf irgendwas zwischen 20 und 30 Minuten zusammen und der Mensch oder die Menschen, ich weiß leider nicht, wie viele die dahinter stecken, machen das sehr, sehr ordentlich, also nicht irgendwie so wild gecuttet, sondern die überlegen sich da auch schon was dabei und ich meine, das ist ja auch durchaus Aufwand, so eine 3-Stunden-Sendung in 30 Minuten zusammenzuschneiden. Und die sind da auch immer sehr aktuell, also wenn da von Montag auf Dienstag irgendwie Raw ausgestrahlt wird, was ja auch irgendwie nachts um 3 oder irgendwas ist, dann ist morgens um 7 oder 8 dann meistens schon dieser Zusammenschnitt da. Mhm. Also wer jetzt keine Zeit hat, sich da wöchentlich 3 Stunden oder 5 Stunden von dem ganzen Kram anzugucken, aber trotzdem so ein bisschen wissen will, was da passiert ist, der kann da mal nach Wrestling Reality auf YouTube gucken. Die machen das ganz ordentlich. Mega gut, danke dir. Die Folgen sind meistens nicht allzu, oder die Videos auf YouTube sind meistens nicht allzu lange verfügbar, weil die natürlich dann irgendwann von der WWE oder wem auch immer dann einkassiert werden, aber so 24 bis 48 Stunden hat man meistens Zeit. Okay, das ist gut. Ja, das muss ich schnell sein, aber bevor ich das dann gar nicht gucke, ist das so ein schneller Weg, um mal ein bisschen einen Einblick zu bekommen. Genau, und die machen das, wie gesagt, ganz ordentlich. Da gibt es auch ganz viele, die da unterwegs sind, aber meine Erfahrung ist, dass da ganz viele dabei sind, die das dann eher so ein bisschen lieblos machen und die sind da sehr ordentlich, was die Cuts angeht, dass man dann trotzdem noch genug von der Story hinten dran mitbekommt. Geil, super, danke. Ja, mehr habe ich an Empfehlungen auch nicht. Dann würde ich sagen, ziehen wir es auch gar nicht unnötig in die Länge diese Woche. Ein bisschen, zumindest für die Live-Hörer, ungewohnter
Sendeplatz, aber bevor wir nachher irgendwie gar keine Folge rauskriegen, wollten wir es dann doch noch für euch schaffen, hier eine Folge zu produzieren. Ich möchte nochmal ganz artig Danke sagen für all die Menschen, die uns unterstützen. Nochmal der Hinweis von letzter Woche, so langsam fängt ja dann auch der Einkauf von Weihnachtsgeschenken, dies, das an. Wir haben auf unserer Support-Seite, die ihr bei uns unter eintracht-podcast.de findet, neben direkten Spendenmöglichkeiten auch einen Amazon-Affiliate-Link. Also falls ihr vernünftige Versanddienstleister bei euch vor Ort habt und gerne Dinge bei Amazon bestellt, macht doch den kurzen Umweg, nutzt unseren Affiliate-Link, es kostet euch nicht mehr, aber bei uns bleiben am Ende ein paar Cent oder Euro, je nach Einkaufswert, hängen und dann könnt ihr uns ohne großartigen Mehraufwand unterstützen und dann können wir ganz oft ganz viel Danke sagen und finden das so großartig. Machen wir das gerne. Dann sage ich jetzt danke dir, lieber Marvin, dass du dir diese Zeit hier genommen hast. Sehr gerne, das war mir wie immer meine Freude, mein Lieber. Genau, schaut den Marvin am Donnerstag in der voraufgezeichneten Folge bei Fußball 2000. Ist auch eine Sonderfolge, also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, oh, wir haben ja gestern gegen St. Pauli gespielt, das ist ja sehr spannend ausgegangen. Nein, es hat damit nichts zu tun, ja. Ist was ganz anderes, hat das Halloween-Thema so ein bisschen abgedeckt, also insofern, aber das schaut gerne rein. Klingt doch hervorragend, ansonsten am Samstag dann live jubelnd in der Kamera nach dem Bayern-Spiel. Und wir sind in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut.